Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 366. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Gute, gute, hallo. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und Frau Alex. Masche. Sie hat den Weg mal wieder gefunden. Es ist so schön. Ja, ich habe dem Basti den Stammplatz abgeluchst. Ja, Basti muss sich erholen von einer herben Niederlage in FIFA, die auf YouTube dokumentiert wurde und ist deswegen heute nicht anwesend, sondern sitzt zu Hause und weint in sein Kissen oder sowas ähnliches. Und deswegen ist Frau Alex heute hier und wir sprechen über aktuelle Spieler, über Torhüter und vielleicht auch über ehemalige Spieler. Da waren gerade eben schon die ersten Forderungen im Chat. Man solle doch über bestimmte ehemalige Spieler reden. Wo du Torhüter sagst, ich wollte es gerade eben sagen, ich bin der Renault des Podcasts. Wow. Was soll das jetzt heißen? Ja, lange auf der Bank gesessen, zack, wird ein Platz frei, reingekommen. Okay, ja. Leistung gezeigt, da bin ich mal gespannt. Zeig Leistung, genau, zeig Leistung. Oh, da können wir ja gleich auch nochmal drüber reden, ob er Leistung gezeigt hat, ja oder nein. Ich hab dann auch. Lasst uns aber doch erstmal, wir müssen die vergangenen beiden Spiele noch so ein bisschen aufholen. Und zwar fangen wir mit dem Euroleague-Spiel an gegen Vitória Guimarães. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, ist mir auch relativ Wumpe, was wir am Ende mit einem glücklichen 0:1 oder verdienten 0:1 für uns rausholen oder nach Hause fahren konnten. Marvin, ihr wart vor Ort. Wie war da so die Lage? Ja, die Lage war gut. Also eigentlich war die Stimmung positiv. Ich war jetzt noch ein paar Tage da. Portugal ist ein wunderschönes Land, muss ich sagen. Die Leute waren extrem freundlich. Hat eigentlich alles wunderbar geklappt. Ich bin dann, weil ich die ganze Zeit in Porto bin, dann an dem Tag dann nach Guimarães gefahren. Dort kleine Wanderungen gemacht, mehr oder weniger. Wir haben uns im Stadtzentrum getroffen, was echt wirklich relativ klein ist. Sind dann mit verschiedenen Eintracht-Fans ein bisschen ins Gespräch gekommen, ein bisschen gebabbelt, ein paar Stunden gesessen, ein Bierchen getrunken, was gegessen und dann sind wir irgendwann, haben wir halt den Marsch zum Stadion gemacht. Es ist halt echt mega lustig, war voll klein, also keine Ahnung, du bist halt durch, ja, so ein größeres Dorf dann im Endeffekt gelaufen, aber alle waren eigentlich freundlich, haben gewunken und dann sind wir am Stadion angekommen, es verzog sich so ein bisschen, beziehungsweise zog sich ein bisschen zusammen. Ja, im Stadion selbst, ja, kennt man, dass es ja auch ein Stück weit zur Ausschreitung gekommen ist, die uns leider wahrscheinlich Nachteile bescheren werden. Also darüber werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche, übernächsten Woche mal sprechen, wenn es ein bisschen klarer ist, welche Konsequenzen das hat. Gehe davon aus, dass zumindest das Lüttich-Spiel davon negativ betroffen sein wird. Wir wissen um die Schwierigkeiten, die es in beiden Fanlagern gab. Ich habe ja auch viel auch jetzt schon bei Fußball 2000 gesagt dazu. Was mich ein bisschen geärgert hat, war zum einen die Tatsache, dass die Portugiesen einen Ultras-Block direkt neben unserem hatten. Das hat mich ein Stück weit irritiert. Das macht man normalerweise nicht. Und lustigerweise können diese Ultras nicht mit den anderen Ultras. Deswegen saßen die so weit weg. Okay. Also das scheint ein spezieller Block gewesen zu sein. Wie gesagt, dann kam es zu... Aber haben die immer ihre Plätze da? Oder war das eine Besonderheit zum Eintracht-Spiel? Weil das ist ja eine Situation, die du eigentlich in jedem Spiel heraufbeschwörst, wenn du die beiden Fanlager so dicht zusammensetzt, keinen Puffer dazwischen packst, das muss doch bekannt sein, also egal wer da kommt. Also uns wurde gesagt, dass die immer getrennt voneinander sitzen, also du hast die große Gegentribüne, also die Tribüne, die uns gegenüber war und dann hast du diesen einen Block, ob der jetzt immer genau da ist oder normalerweise woanders im Stadion, das kann ich hier nicht sagen, aber der ist definitiv nicht bei den Fans, die du gerade ausblickend gesehen hast, also das war ein Stück weit echt ein Problem, dann ist es halt dementsprechend zu unschönen Szenen gekommen, darüber brauchen wir nicht sprechen, das ist auch dementsprechend klar. Interessanterweise, das hatte ich heute erst mitbekommen, gab es auch unter uns, weil wir im Oberrang waren, auch unter uns irgendwelche Tummeleien und problematischen Szenen, die sich negativ jetzt wahrscheinlich auswirken. Das war mir gar nicht bewusst, weil ich nicht nach unten gucken konnte. Weißt du, weil wir im Oberrang und da sehe ich nicht, was unten passiert. Anscheinend war da unten auch was. Ja, ist halt im Endeffekt alles scheiße. Ich glaube, uns ist allen ganz klar, so Sitzschalen werfen macht halt niemand glücklich und das ist auch, ich brauche jetzt die Schuldfrage gar nicht stellen, das ist halt einfach negativ für den Verein und auch für die Fans. Das ist halt schade. Vom Spielerischen her muss ich leider auch sagen, war das eine sehr dürftige Angelegenheit. Ich bin nur froh, dass wir trotzdem mit 3 Punkten rausgegangen sind. Es war wirklich eine der schlechtesten Spiele, die ich seit langer Zeit gesehen habe.
das erstmal dazu. Also das ist erstmal, was ich dazu sagen kann. Ich weiß nicht, ihr werdet das Spiel ja auch verfolgt haben, oder? Ja, also ich überlege jetzt gerade, wie ich da sinnvoll anfange, aber ja, also du hast schon recht, es war jetzt nicht das, was man sich spielerisch irgendwie da jetzt gerne irgendwie noch dreimal später über die volle Länge irgendwie anguckt. Also es war schon, wie hatte ich es schon aufgeschrieben, viel Kampf, wenig Ertrag. Also ich glaube, Kampf beschreibt es recht gut. Das war halt eher so Geacker auf beiden Seiten. Das war jetzt kein schöner Fußball, den man sich da irgendwie anschauen konnte. Aber auch muss man dazu sagen, es waren halt schon irgendwie alle motiviert, gerade die beiden vorne im Sturm, in Silva, Paciencia, die waren halt schon einfach sehr motiviert, weil die natürlich auch vor heimischer Kulisse da gespielt haben. Viele Familie von denen auch im Stadion da war. Also der Wille war schon da, aber spielerisch war das eher so, boah, hätte auch irgendwie so ein Freundschaftsspiel am Anfang der Saison sein können. Ja, das ist für mich auch super schwierig jetzt einzuschätzen, weil das Einzige, was ich schauen konnte, ich saß noch im Flieger und als ich gelandet bin, okay, dann gleich geschaut, wie ging es denn hier überhaupt aus und etc., eben so ein bisschen die Berichterstattung, dann die Zusammenfassung, die ja leider nicht sehr viel hergegeben haben. Das Einzige, was man so... Weil das Spiel halt auch nicht viel hergegeben hat, also... Okay, also das passt dann schon. Das Einzige, ja, ja, was mich gefreut hat, ist, dass wir mal aus dem sozusagen wichtigen Instrument einer Ecke ein Tor gemacht haben. Mich hat es auch super gefreut, dass ein Dicker getroffen hat. Ja, da muss ich wirklich sagen, sehr cool. Und er ja auch, glaube ich, die zweite Chance noch vorbereitet hatte von, ich glaube, Silva war der Abnehmer dann, der leider den Ball nicht mehr verwerten konnte. Ja. Trotzdem für mich natürlich dann sowas, wo ich gesagt habe, wow, Endika, mal wieder ein geiles Spiel, cool, vielleicht ist das jetzt die Trendwende. Wir kommen ja dann gleich nochmal zum Bremen-Spiel, anscheinend ja leider nicht, scheint ja doch nicht sich ganz in Kader spielen zu können. Aber wie gesagt, hat mich sehr gefreut und dementsprechend war das für mich zumindest der Lichtblick, den ich aus der Zusammenfassung sehen konnte. Ja, mehr ich glaube, damit hast du den Lichtblick auch schon komplett erfasst. Also was mich halt dabei noch ein bisschen gefreut hat, war, dass das Rönne halt mit einer zu Null hin oder mit einer weißen Weste angefangen hat. Freut mich für ihn auch, dass ein Dicker das Tor gemacht hat. Das waren halt die beiden, die jetzt komplett außen vor waren, reinkamen und eigentlich direkt ein Stück dazu beigetragen haben. Wobei, aber bei Rönne muss man halt auch sagen, der hatte auch nicht, also das war jetzt auch nicht ultra gefährlich, was da irgendwie zurückkam. Also es war von beiden Seiten ein wirklich lahmes Spiel, ideenlos an vielen Stellen. War schon harte Kost. Also ich glaube, Gui Marisch hat irgendwie in der zweiten Halbzeit exakt ein einziges Mal auf unser Tor geschossen. Alle anderen Torschüsse waren komplett in der ersten Halbzeit. Also von daher, da war halt auch einfach wirklich nicht viel. Ja. Nee, das ist halt das Ärgerliche, weil du hättest ja eine ganz, ganz leicht das Spiel mehr an dich reißen können. Es war nicht wirklich so, als wären sie jetzt mega gefährlich gewesen. Nee, waren sie überhaupt nicht. Das hat mich halt auch ein Stück weit einfach wütend gemacht, dass du es halt nicht geschafft hast, zu sagen, okay, wir dominieren ein Stück weit das Spiel, wir gehen anders zu Werke. Da war sehr, sehr viel Stückwerk und das Problem ist, dass du keine Spielidee so wirklich gesehen hast. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, die sind so mit 70% hier zurande gegangen. Hat natürlich auch am Ende gereicht, war aber natürlich für das Spielkonzept und auch für die Ansehnlichkeit nicht großartig von Vorteil. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, immerhin haben sie 3 Punkte geholt. Ich war dann trotzdem natürlich zufrieden, dass der Trip, den ich nach Portugal gemacht habe, auch mit 3 Punkten vergoldet wurde. Ja, muss ja nicht immer schön sein. Die du eigentlich hättest auch noch viel deutlicher mitnehmen müssen, wenn Kostic aus 90 Zentimetern Entfernung das Ding nicht irgendwie dem Torwart an die Hand köpft. Ja, passiert, ne? Ja, war halt schon sauärgerlich. Also. Naja, wobei, also hier finde ich eigentlich, dass man eine Chance vergeben kannst du machen, aber in dem Spiel waren auch einfach wenig Chancen. Ja, das ist richtig. Und da woran lag es denn, also Alex, woran lag es? Haben die Außen nicht funktioniert oder hat einfach das gesamte Mittelfeld irgendwie nicht so Zugriff bekommen? Weil, wie gesagt, für mich haben wir viel zu defensiv gespielt. Also ich glaube, das war auch der Aufstellung geschuldet, weil du hast mit Fernandes den Zerstörer, du hast einen Rode, der zwar mittlerweile ein bisschen offensiver agiert, aber eigentlich auch ein typischer Sechser ist. Du hast mit So jemanden, der, ja, eigentlich auch eher der Sechser ist, also das sind alles keine Kreativspieler. So, und dann hast du auf den Außen einen Kostic und einen Durm. Ein Durm ist auch aus meiner Sicht eher ein defensiv angehauchter Spieler. So, und dann hast du einen Silva und einen Paciencia da vorne. Silva läuft sich mit dem Kostic oft noch ein bisschen über die Füße.
Auch Paciencia und Silva im 16er behindern sich beide gegenseitig oft, aber du hast da halt jemanden, der, also da fehlt dir halt jemanden, der den Ball dahin bringt. Ja, okay, das heißt, im Endeffekt wurden die Stürmer nicht so wirklich bedient und außerdem haben sie sich selbst noch auf den Füßen gestanden, okay? Das genau, da fehlt mir fehlt da halt auch so ein bisschen das kreative Element. Also ich glaube, er hat es nachher auch selbst gesehen, weil die Einwechslungen, die er gemacht hat, mit Kamada kam rein, Da Costa kam rein und Dost kam rein. Das wäre halt auch genau das gewesen, was ich mir von Anfang an gewünscht hätte. Also aus meiner Sicht kann man auch in so einem Spiel auf einen Fernandes, der halt wirklich, also das ist halt echt so ein Zerstörerfußballer. Mhm. Auf so jemanden kann man in so einem Spiel vielleicht mal verzichten und versucht mit Rode und So im Wechsel so ein bisschen die Sechs abzudecken und das Ganze nach vorne offensiver zu gestalten. So, und dann mit einem Kamada vorne rein, der vielleicht mal ein bisschen an Kreativität irgendwas noch bringen kann, da bist du auch ganz anders aufgestellt. Und dann für mich ist halt sowieso ein großes Fragezeichen an der Personalie und das ist Dani Da Costa. Der war letztes Jahr einfach in jedem Spiel dabei. Der hat gebrummt ohne Ende und scheint dieses Jahr schwer zu haben, seinen Stammplatz verteidigen zu können. Und da frage ich mich, woran das liegt. Klar, Rotation, aber ein Kostic spielt weiterhin auch jedes Spiel. Ja, das stimmt schon. Ja, und also klar ist da noch ein bisschen Leistungsunterschied zwischen Da Costa und Kostic, aber ja, generell sehe ich halt einen Da Costa stärker als einen Durm. Das ist auf jeden Fall, stimme ich dir vollkommen zu. Gerade am, schon oftmals gesagt, ich fand am Donnerstag gegen Guimarães hat Durm ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht. Das wird anscheinend, das sehen auch irgendwie nicht ganz so viele, das hat mich ein bisschen gewundert. Gut, okay, dann wurde er ja auch ausgewechselt. Aber meine Fresse, der hat ein richtig beschissenes Spiel gemacht an dem Donnerstag. Der ist immer in die falschen Räume gelaufen, war nie anspielbereit, hat sau viele Zweikämpfe verloren, hat offensiv überhaupt nichts bewirkt. Da war es eine ganz andere Präsenz, als Da Costa reinkam. Mhm. Aber klar, Da Costa ist momentan auch noch nicht bei diesen 100%, aber er ist tendenziell der Spieler, der uns weiter nach vorne bringen kann. Aber es gibt natürlich, solange die Rotation, solange Da Costa auch noch nicht auf dem Niveau vollkommen ist. Und da ist, Durm hat ja auch schon gute Spiele gemacht, wenn er reinkam oder auch als er gespielt hat. Da wechseln die sich so ein bisschen ab, aber auf lange Sicht sehe ich da wieder Da Costa. Weil Durm zu wenig Spielintelligenz hat. Ja, sorry. Genau so ist es, Marvin. Und zu dem Thema, warum Kostic weiterhin durchspielt, da fehlen die Alternativen, finde ich. Du hast rechts ja noch einen Chandler, du könntest Touré rechts spielen lassen. Links wird das alles wirklich schwierig. Wen willst du im Endeffekt Kostic auch, ich sag mal, für wen willst du da spielen lassen? Das ist wirklich eine Position, finde ich, da sind wir tatsächlich ein bisschen schwach besetzt. Das ist auf der anderen Seite, wenn Durm ein gutes Spiel hat oder Chandler mal im Endeffekt wieder an seine Leistung anknüpfen kann, selbst ein Touré kann rechts eigentlich auch ganz ordentlich spielen. Das ist eigentlich dann wirklich eher die, die Luxusvariante. Wen lässt du denn heute mal auflaufen? Wer hat sich gut angeboten? Auf der anderen Seite Kostic und ja, wer soll sonst auf links spielen? Klar, wenn du sagst, es ist egal vom Fuß her oder du lässt dann doch auch mal einen Chandler links spielen, ist aber ja eigentlich keine Variante, die wir sehen wollen. Nee, Chandler, vor allen Dingen, also ich sag mal, Kostic spielt halt auch in seiner eigenen Liga. Ne? Also solange der fit ist, sehe ich da überhaupt niemanden, der da auch nur dran kratzt, seinen Platz mal einnehmen zu dürfen. Rotation hin oder her. Also wenn er kann, soll er jedes Spiel machen. Du hast ja zuletzt halt auch noch einen abgegeben halt, ne? Und das ist halt auch der Punkt, dass du natürlich dir dadurch deine Optionen genommen hast. Auf der Linksverteidigerposition sagt er sehr schön, da haben wir am wenigsten Futter, ne? Weil wir halt jetzt einen beziehungsweise abgegeben haben, aber jetzt noch kein neuer kam. Weiß nicht, es kann notwendig werden, ich würde im Winter theoretisch schon mal gucken, ob es da einen gibt, der verfügbar ist, der vielleicht nicht ganz so viel Geld kostet, allein um ein bisschen einen sicheren Backup dann zu haben. Ja. Weil es würde Kostic vielleicht auch mal nicht schlecht tun, mal ein bisschen Pause zu haben, aber der wird sich auch wieder einspielen. Der hat momentan ein kleines Tief, was für andere ein normales Mittelfeld ist für ihn ein kleines Tief, aber der wird auch wieder rauskommen. Ja. Ja, vor allen Dingen sollte man auf der Position auf jeden Fall die Augen offen halten, weil das Kostic noch ewig bei uns bleibt, sehe ich auch nicht. Also wenn seine Entwicklung auch, also wenn der wieder die Form vom letzten Jahr mit aufnimmt und die in diesem Jahr vielleicht bestätigen kann, dann wird es schwierig sein,
den über die Saison rauszuhalten. Deswegen auf der Position die Augen offen zu halten, ist kein falscher Ratschlag. Ja. Obwohl wir alle wissen, dass Linksverteidiger sowieso eine Mangelware ist und dementsprechend es generell wahrscheinlich eher schwierig ist, da gerade jemand, der an das Niveau rankommen kann, brauchst ja nicht nur einen, der wieder nur sinnlos den Kader voll macht, sondern es soll ja dann wirklich eine Alternative sein. Wird, glaube ich, nicht so einfach, gerade im Winter, aber wie gesagt, auf jeden Fall, wenn sich eine Gelegenheit gibt, sehr gerne. Umso besser ist ja das, was dir Alex halt auch sagt, dass du sagst, du guckst jetzt lieber mal ohne Druck, bevor der Druck gemacht wird, weil im Sommer Kostic, wenn er halt wieder zu dieser alten Performance rankommt, natürlich ist er dann auch für ganz andere Vereine interessant. Von dem, was man hört, gab es anscheinend auch im Sommer schon Angebote, die hat die Eintracht ausgeschlagen, natürlich, weil eben diese Position so krass ist und aber er auch Interesse gezeigt hat, noch weiter zu bleiben, was ich sehr schön finde. Und das merkt man ja auch aktuell. Aber es ist natürlich schon so, dass du immer den Markt besondieren musst und dann kannst du irgendwann zuschlagen. Aber besser so, als wenn du musst und dann hast du irgendwie eine ganz merkwürdige Mischung da vorne. Und dann musst du plötzlich wirklich auf Chandler zurückgreifen, auf die Linksverteidigerposition. Und das tut niemandem gut. Nee, das definitiv bitte nicht. Habt ihr noch was zu diesem wunderbaren Euro-League-Spiel? Nö, 3 Punkte. Über 3 Punkte, froh, dass es vorbei ist. Genau. Unbedingt. Und jetzt geht's weiter. Genau, nächstes Spiel in der Euro-League, wenn ich mich da jetzt nicht gerade vollständig vertue, ist das Heimspiel gegen Lüttich am 24. Oktober. Genau. Da sehen wir dann, wie es weitergeht. Da ist jetzt ein Block auf der Haupttribüne gesperrt, habe ich das richtig gesehen? Ja. Das ist die korrekt. Strafe, es gab ja wegen dem, Quali-Spiel gegen Straßburg wurde die Eintracht ja zu einer Geldstrafe und eben zu dieser Sperrung des Blocks auf der Haupttribüne verurteilt oder weil der Einspruch wurde abgelehnt. Genau, die Eintracht hat Einspruch eingelegt und der wurde abgelehnt. Es bleibt bei der Geldstrafe und es bleibt dabei, dass dieser Block 6 irgendwas war es, glaube ich, auf der Haupttribüne, also das ist quasi der direkt am Spielertunnel, weil von da Gegenstände geworfen wurden, der muss im nächsten Spiel tatsächlich gesperrt bleiben. Ich muss sagen, dass ich es eigentlich echt ganz witzig finde, weil ich glaube, wir sind der einzige Verein, der eine Sperre bekommt für seine Business Seats. Also, weißt du, also ich meine, dass der Ultrasblock dicht gemacht wird, ne, das kriegst du bei jedem Verein, aber dass die Business Seats eine Strafe bekommen, eigentlich hat das ein bisschen was Witziges. Ja, definitiv. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Weiß man da eigentlich schon, was das ist? Vielleicht noch so eine Frage, die sich da dran anschließt. Ja, Gonzo hatte das auch auf Twitter geschrieben. Werden die dann irgendwie umgesetzt in andere Blöcke? Weil da sitzen ja vielleicht auch Menschen, die eine Dauerkarte haben und somit dann irgendwie Anrecht auf... Ich glaube nicht. Also ganz ehrlich, wenn mein Block gesperrt ist, kriege ich auch keine Ersatzkarte irgendwo hin. Ja, stimmt auch wieder. Also Block gesperrt ist Block gesperrt. Glaub schon, oder? Wenn noch normale Verkaufskarten, dann gehen diese Karten normalerweise nicht in normalen Verkauf, du wirst umgesetzt. Tatsächlich ist das, meine ich, so. Also wir waren doch auch schon mal, wir hatten doch auch schon mal den 40er oder sowas war schon mal gesperrt. Die wurden dann doch auf die Gegentribüne irgendwie ausgeschoben worden. Oberrang oder sowas. Irgendwie richtig, sowas, ja. Meine ich, ja. Und okay, also ich glaube, hier wäre das wahrscheinlich auch so, obwohl wahrscheinlich die meisten Karten so oder so irgendwelche tatsächlich Firmenkarten sind, die im Endeffekt natürlich dauerkartenmäßig, aber dann immer an Einzelpersonen abgegeben werden. Hm. Mal schauen, ja, keine Ahnung. Also ich weiß nur von einem Fall, der hatte mich nicht direkt betroffen, aber da waren Freunde von mir betroffen, die haben im Prinzip Karten im 42er, aber nicht im Stehblockbereich, sondern quasi... Nach dem Stadiongang, der daneben ist, der erste Block angrenzend. Und die waren von der Sperre betroffen. Aber wahrscheinlich wird das Stadion auch ausverkauft gewesen sein. Und die hatten halt keine Alternative. Also für die hieß dann halt einfach Sperrung weg. Ja. Ja gut, in dem Fall wird wahrscheinlich auch das eher der Fall sein, dass das Stadion schon seit längerem ausverkauft ist. Von daher glaube ich jetzt auch. Aber ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten ja auch irgendwann mal den Stehblockbereich gesperrt bei dieser Nothing Else Matters Choreografie. Ja. Und da waren ja auch die ganzen Ultras dann quasi oben drüber in dem Bereich, wo ich meine Karte auch habe. Ja. Ja, also ein Block wird gesperrt auf der Haupttribüne. Mal gucken, ob sie irgendwo anders landen. Aber auf jeden Fall können wir für den Tag schon mal festlegen. Heimspiel 21 Uhr abends, Flutlicht gegen Lüttich. Das wird auf jeden Fall eine coole Nummer.
Thomas, auf jeden Fall. Und es geht um ganz viel. Also ich meine, das ist natürlich, wir haben das erste Spiel, wie gesagt, verloren. Das ist jedem noch in bitterlicher Erinnerung. Da kann man natürlich auch gegen Arsenal verlieren. Ja. Alles ist nicht so dramatisch, aber es ist natürlich schon, hat uns natürlich nicht in eine optimale Position verfrachtet. Du merkst, die Konkurrenz ist groß. Lüttich hat zuletzt 3 Punkte geholt. Also ja, auch gegen Guimaraes. Also da müssen wir natürlich sehen, die ein bisschen mehr Tore auch geschossen, dass wir denen mal Paroli bieten. Die sind ja auch national momentan ganz gut am Start. Mhm. Mal gucken. Aber es ist alles drin. Wir sollten uns jetzt auch keine Sorgen machen. Wir sollten einfach unser Stärken bewusst sein und dann holen wir dann die Heimstärke mal wieder auspacken, auf jeden Fall. Ja, 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 auf jeden Fall. Und ja, dann, also Sorgen würde ich mir da jetzt auch nicht machen. Du hast schon recht, wenn wir da unsere Chancen wahren wollen, dann sollten wir da schon das Maximum irgendwie rausholen, aber das ist ja quasi das Hinspiel, da gibt es auch noch ein Rückspiel und noch die Spiele gegen die anderen, die Rückspiele, also von daher, das ist ja jetzt dann auch nicht total landunter. Genau. Ja. Gut. So, wie kommen wir jetzt von landunter zu Werder Bremen? Irgendwie gar nicht, oder? Wir waren dann am Sonntag dran, 18 Uhr, Heimspiel gegen Bremen. Man kann es auch irgendwie das Flankenfestival nennen. Wir haben über das gesamte Spiel 15 Flanken geschlagen. Das war so unser Mittel gegen Bremen. Ich glaube, allein 11 oder 12 davon in der ersten Halbzeit, was schon irgendwie verdammt viel ist. Wir haben 25 Mal auf das Tor geschossen und haben exakt 2 Tore draus gemacht. Immerhin. Das ist halt der Unterschied zum Guimaraes-Spiel gewesen, ne? Also wir hatten Chancen ohne Ende und sind damit schlampig umgegangen. Und in Guimaraes gab es halt, keine Ahnung, 2 Chancen, 1 Tor. Und wir sind auch flappig damit umgegangen. Genau. Ja. Aber wenn wir nochmal zu dem Thema, was ich eben so ein bisschen hatte, Aufstellung zurückkommen, ist das, was wir gegen Bremen als Aufstellung hatten, ist mir 100-mal lieber wie das, was wir gegen Guimaraes gemacht haben. Also ich finde halt von der Ausrichtung, hatten wir gegen Bremen eine offensive Ausrichtung. Da waren Spieler auf dem Feld, die so ein Spiel auch ein bisschen offensiv gestalten können mit einem Kamada, wenn ein So vorne noch jemanden an seiner Seite hat, sieht es auch ganz anders aus. Ein Da Costa spielt ganz anders wie ein Durm. Gefällt mir viel, viel besser. Und ich verstehe nicht, wieso wir gegen Guimaraes diese defensive Karte gezogen haben. Also woher kommt diese fast schon Angst, da das Potenzial abzurufen, wirklich bei einem Gegner, wo es auch gut getan hätte, viele Tore zu schießen. Und wo man auch die Chance gehabt hätte, einfach das Spiel in die Hand zu nehmen und zu machen. Obwohl es ja auch taktisch so ist, dass du vielleicht gesagt hast, die Punkte willst du sicher mitnehmen, du stellst dich hinten rein, ein Tor wird schon fallen. Weiß nicht, keine Ahnung, ob du da natürlich dann Vollgas gehen willst, eventuell dann doch sinnlose Konter laufen. Es kann natürlich auch ein taktisches Mittel gewesen sein, dass du gesagt hast, in der Euroleague, du musstest ja eigentlich in dem Spiel auf jeden Fall die drei Punkte holen, weil das der schwächste Gegner der Gruppe ist. Und vielleicht war das tatsächlich auch von Hütter der Hintergedanke, du willst auf jeden Fall dort. Hier gegen Bremen, glaube ich, ist auch so ein bisschen Gegner auf Augenhöhe. Du spielst so ein bisschen, haben wir ja auch gesehen, es war schon sehr offen, es war sehr, sehr viel Dynamik im Spiel drin. Wer mir übrigens super gefallen hat, und der hat hier schon viel Kritik, zumindest von mir, eingesteckt, Touré, super Spiel gemacht. Ja. Muss ich wirklich sagen, Chapeau, wenn er das abrufen kann, ist er tatsächlich für mich auch ein super Innenverteidiger, also gerade in dem Verbund hat das sehr gut funktioniert, wer da natürlich Hinteregger und Hasebe sind ein bisschen in dem Spiel nicht so perfekt ins Spiel gekommen, vielleicht hätte man da vielleicht noch mit Endika arbeiten können, ob es dann natürlich wieder zu viel Unruhe reinbringt, ist ja immer die Frage. Auf der anderen Seite Touré wirklich super und Alex, da stimme ich dir voll und ganz zu, die Ausstellung hat mir richtig gut gefallen und auch ihr habt ja, ich glaube, René, du hast es gerade schon gesagt, sehr viele Flanken, sehr viel Dynamik, geil. Also es hat mir wirklich auch gut gefallen. Schade, dass wir wirklich tatsächlich ein bisschen wenig aus unseren Chancen gemacht haben. Und gut, die Story am Ende war natürlich total nervig. Und Hasebe hat sich also auch schon tausendmal entschuldigt. Ganz dafür. Dumm, naja, das war natürlich super ärgerlich. Es zeigt sich halt, dass er nicht mehr ganz so die also es, du merkst langsam, aber sicher, und er ist immer noch auf einem extrem hohen Niveau, Hasebe, ne? Ich meine, wenn du überlegst, wie alt er ist und welche Dienste er uns erweist, welche Qualität er immer noch mit ins Spiel bringt, das ist natürlich herausragend, aber auch bei den größten Abwehrrecken kommt irgendwann so ein Punkt, wo so ganz kleine Risse sich zeichnen, und das ist ja überhaupt gar nicht dramatisch, und wir werden noch ganz lange an ihm, glaube ich, Freude haben, zumindest die Saison, aber es ist halt auch da so,
das passiert. Und das passiert Hasebe vielleicht in den letzten Jahren nie passiert. Jetzt passiert es halt so einmal. Das ist alles nicht schlimm. Er muss halt dafür sehen, dass er, das hat er auch selbst gesagt, dass er dann irgendwann demnächst mit einer anderen Leistung wieder die anderen beiden Punkte einspielt. Und dabei muss man es auch bewenden lassen. So ist es. Gibt andere Spieler, die viel mehr Fehler machen. Aber gut, er wird halt auch nicht jünger. Kann passieren, weil da normalerweise kommt niemand dran und das ist total ungefährlich. Ne? Ist dumm gelaufen. Aber ich will auch da eher das Positive nennen, was du eben vollkommen richtig erwähnt hast. Mir hat Touré richtig gut gefallen, der seit Wochen, seitdem er hier rein brutalisiert wurde, kann man sagen, und reingestellt wurde, echt sich konsequent verbessert. Hm. Mir hat auch Da Costa gut gefallen, Rode sowieso. Ich fand auch, dass das Zusammenspiel mit Paciencia und Silva nicht schlecht funktioniert hat. Die brauchen zu lange, beziehungsweise zu viele Chancen, das ist ganz klar. Aber es ist zumindest auf jeden Fall eine krasse Weiterentwicklung gewesen. Und die Alex hat eben angesprochen, ja, warum war das gegen Wilmarage nicht so? Vielleicht war es eine Taktik, um möglichst viel Energie zu sparen, weil die haben sie dann auf jeden Fall gegen Bremen aufgebraucht. Da ist was dran. Aber geiles Tor von Rode auch, Wahnsinn, ey. Mega. Also den Schuss macht er auch nicht alle Tage. Es ist halt das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, dass du halt irgendwie das Spiel bestimmst und dann wieder in Rückstand gehst, so, ne? Und weiß ich nicht, also. Aber es kam ja total antizyklisch, weißt du? Also man macht Glasen dann das 1-0 und denkst, Alter, was ist denn hier so los? Ne? Aber auch eigentlich in der Situation, wo du von Bremen schon 20 Minuten nichts mehr gesehen hattest. Ja, das meine ich, genau. Ja, genau. Ja. Sau sinnlos. Ja, aber das ist halt, ne, also wir haben halt hier auch mit offenem Visier gespielt gegen eine Mannschaft, die auch kontern kann. Weil das ist halt genau das, was Bremen auch gemacht hat, ne? Drauf gewartet, auf die Chance und uns dann ausgekontert. Und gegen Guimarães, wo das gar nicht so aus meiner Sicht zu befürchten war, da kommt dann halt so ein Defensivverbund. Also ich hoffe, wir sehen öfter die Aufstellung, wie wir sie jetzt gegen Bremen gesehen haben, weil das ist aus meiner Sicht, also das ist auf jeden Fall meine Wunschaufstellung. Ich mag einen Kamada sehen, weil ich glaube, da kommt noch ganz viel. Wenn der mal kapiert, wie groß das Tor ist und wo das genau steht, dann kommt da garantiert einiges. Und also auf den baue ich. Ich finde, So hat eine Wahnsinnsentwicklungen hingelegt. In den ersten Spielen habe ich die Hände im Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, ach du liebes bisschen. Aber mittlerweile gefällt er mir richtig gut. Und mit Da Costa und Kostic bin ich eh fein. Ja, sehe ich genauso. Aber Leute, gerade auch das Gegentor war natürlich auch, also wenn du das siehst, klar, es war ein Konter, der auch ganz ordentlich gespielt war, aber die Chance hättest du 3 oder 4 Mal klären müssen. Das war auch für mich bezeichnend, so ein bisschen schläfrig waren sie schon, dann, ich weiß gar nicht wie, da war glaube ich noch der Lattenbraller mit drin und da war alles mit drin. Erst kriegt Renault den Fuß da noch hin und wehrt das Ding irgendwie ab. Dann kommt der Bremer wieder dran und semmelt das Ding volle Granate gegen die Latte. Dann kommt wieder der Bremer dran. Dann will Renault eigentlich schon in die Richtung springen. Dann wird der Ball, aber ich glaube, von Rode oder irgendwem blöd abgefälscht. Und dann kriegt Klaassen das Ding vor den Fuß und schießt es halt quasi ins leere Tor, weil Renault halt in der anderen Ecke liegt. Also das war so ein Slapstick-Ding. Das waren halt 2 Geschenke, so meine ich das. Das war einmal der Elfmeter, der hinten raus ein Geschenk war, ja. Das Ding war weg. Marvin, du hast es, glaube ich, vorhin schon gesagt, also Hasebe, normalerweise geht er da nicht hin und der Ball kullert sozusagen ins Aus. Und auf der anderen Seite jetzt das Ding. Deshalb ist das natürlich ärgerlich. Und das ist so ein bisschen unbefriedigend für mich, dass wir am Ende hier natürlich mit einem 2-2 rausgehen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wow, gut, gerade dann auch der Beginn der zweiten Halbzeit nochmal richtig aufgedreht. Die Moral in der Mannschaft stimmt ja und ich finde es auch schön, dass definitiv immer mehr die Mannschaft sich auch findet. Paciencia Silva, ihr habt es gerade auch schon gesagt gehabt, ein bisschen besser funktioniert, ein So mehr ins Spiel kommt, ein Rode wirklich ein Top-Spiel macht, Touré, der jetzt langsam merkt, oh, ich kann hier wirklich auf meiner Position, ich bin jetzt hier gesetzt, ich kann hier was reißen, das gefällt mir schon gut und ein Renault, ja, hat er doch auch gar nicht schlecht gehalten, diese Dinger. Natürlich Pech, dass das Ding dann am Ende reingeht und beim Elfmeter kann immer reingehen. Ja. Das sind so die Punkte, wo man wirklich, das ist so das Positive aus diesem ganzen Mist, weil ich habe jetzt schon viele auch, hat ja auch vorhin schon mal im Chat geschrieben, ja, hier so ein bisschen die Punktelage, es nervt so ein bisschen, dass du so wenig natürlich dann hier aus dem Spiel rausgenommen hast. Generell stehen wir eigentlich super da und die Mannschaft für das, dass der Kader sich so spät auch gefunden hat und wir dann auch so späte Rückkehrer haben wie So,
der ja lange verletzt war, dann ein Silva, der wirklich auch, merkst du auch, der braucht ein bisschen Spielzeit, der muss sich hier dran gewöhnen, an die gesamten Systeme. Auch ein Touré, der irgendwie dann auch nicht so die Spielpraxis bekommen hatte vorher. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sieht's aus? Ein Kamada, kann er wirklich diesen Entwicklungsschritt noch machen, dass er eben dann auch wirklich gefährlich wird? Weil Potenzial erkennen wir. Und dieses Potenzial, da kriege ich natürlich schon wieder Magenschmerzen, weil wer wurde eingewechselt? Gasinovic. Das ist jemand, der ja dafür steht, dass er nie sein Potenzial abruft oder fast nie, zumindest in den letzten Spielen. Schwierig. Also ich hoffe, dass er schafft. Ansonsten ist das für mich auch eine super wichtige Position, die wir dringend entweder im Winter oder im nächsten Jahr nochmal doppelt gut besetzen müssten. Ja, also über die Transfers können wir dann ja wirklich in ein, zwei Monaten nochmal. Ja. Ich stimme dazu, ich bin eigentlich froh, dass Gacinovic auch wieder zurückgekehrt ist, weil der ja auch ein Stück weit verletzt war und jetzt auch sich erstmal wieder rankämpfen musste. Insofern bin ich froh, dass er überhaupt wieder eine Option ist. Und ich nehme nach dem anfänglichen Ärger, weil ich mich natürlich tierisch darüber geärgert habe, dass wir irgendwie die 3 Punkte doch nicht mitgenommen haben gegen Bremen, weil die hätten uns gut getan, das ist doch ganz klar. Ja. Und es ärgert, weil Bremen war auch, ist halt scheiße, ne? Bremen ist ich finde ihn nicht unsympathisch, ne? Also es ist echt okay Mannschaft, aber du lässt Punkte gegen Augsburg liegen, jetzt gegen Bremen, du hättest zumindest, echt ohne Scheiß, du hättest 3 Punkte auf jeden Fall gegen diese Kack-Augsburger holen können. Das ist echt kein guter Verein, das ist keine gute Mannschaft. Und dann hast du sie nicht gemacht und hättest wenigstens gegen Bremen noch 3 Punkte statt einem einfahren können, hast du auch nicht gemacht. Ärgerlich. Da hätten wir noch ganz anders ausgesehen. Ich muss aber grundsätzlich erstmal sagen, dass die Eintracht da auf einem trotzdem guten Niveau ist. Die müssen halt jetzt anderweitig sehen, dass sie irgendwie die Punkte, die sie da verschenkt haben, wieder reinholen und vielleicht ein Stück weit überraschen. Denn die nächsten Wochen werden halt echt bitter. Ja, und ich glaube, die Enttäuschung bei dem Spiel ist halt auch wirklich so groß wegen dem Spielverlauf. Ja, ich meine, du schießt 25 Mal aufs Tor, du gehst einmal in Rückstand, du holst das Ding auf, du gehst in Führung und dann kriegst du halt einfach aus dieser blöden Aktion am Ende dann dieses 2-2. Wenn das anders da gekommen wäre, würde man sich vielleicht auch nicht so sehr ärgern und wenn man auf die Tabelle guckt, sieht es ja alles auch für die Saison noch sehr gut aus. Also da ist ja jetzt nichts, um jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise in Panik zu geraten. Die Enttäuschung bei dem Spiel ist halt jetzt einfach der Verlauf und dass wir uns da so wenig selbst belohnt haben am Ende. Es war halt auch der ganze Verlauf, ne? Ich meine, du machst in der 88. das 2-1. Da denkst du natürlich schon, okay, jetzt läuft's hier, ne? Und dass dann halt in dieser Zeit danach noch irgendwas passiert, dass dir den Dreier dann noch klaut, ist halt einfach. Aber war das nicht letztes Jahr in der Saison genau das Gleiche, dass da auch wieder irgendwie, war das nicht sogar 6 Minuten Nachspielzeit, wo Rashica dann sogar das 3-2 irgendwie gemacht hat? Also. Ja, Bremen ist eine fiese Truppe, ey, muss ich echt schon sagen. Also da hätte man mich aus der Vergangenheit auch so ein bisschen. Wie gesagt, passt hier das immer so schön mit so ein bisschen Präventivpessimismus rangehen können, dann wäre man vielleicht auch nicht ganz so enttäuscht gewesen. Aber nun gut, am Ende 2-2, es ist noch nicht, wir sind noch nicht total im Schlamm festgefahren, wir können noch sehr, glaube ich, zufrieden mit sein, da müssen wir jetzt noch nicht die Systemfrage stellen. Nee, glaube ich auch nicht. Sorry. Die Frage, die man aber nochmal stellen könnte, wenn Marvin damit fertig ist, nebenbei noch irgendwelche YouTube-Videos oder was auch immer zu gucken. Nee, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Hast du die Empfehlung des Spieltags schon angemacht? Nee, mein Handy hat selbstständig Geräusche angemacht und hat mir ein Spiel empfohlen. Okay, für das iPhone, okay. Nun gut. Gut. Die Frage, die Frau Alex denn so ein Stück weit stellen wollte, war die Frage, schafft Renault es, Trapp zu ersetzen? Wir haben jetzt 2 Spiele von ihm gesehen. Welche Meinung haben wir denn zu dieser Frage? Also das ganz Wichtige, was ich erstmal denke, ist, dass wir uns alle damit echt einen Gefallen tun und ich glaube, es funktioniert gerade extrem gut, dass wir gar nicht zu sehr darüber nachdenken. Also dass nicht zu sehr diese Personalie aufgemacht wird, oh Gott, was ist denn, oh Gott, was ist denn? Und da ist ja so der erste kleine Vorteil gewesen, dass die ersten beiden Spiele, die er gemacht hat, die hat er solide gemacht. Ja, und da konntest du eben nichts ankreiden. Das ist der erste ganz, ganz wichtige Start gewesen, die das Ganze erstmal ein bisschen beruhigt hat, weil ich kann es von mir auch, ich war auch irritiert und habe gedacht, scheiße, ey, jetzt Renault da rein, wir kennen Trapp, der schon sehr wichtig ist, auch für die ganze Zusammenstellung der Defensive, aber ich muss sagen, Renault hat einen soliden Job jetzt die letzten beiden Male gemacht, da herrscht jetzt ein bisschen Ruhe,
Wichtig ist halt, dass er jetzt in entscheidenden Situationen vielleicht ein Stück weit mehr in die Trapprolle rutschen kann. Das heißt aber, dass er aus sich hinaus muss. Weil ich meine, dass er das Trapp Dinge hält, ist das eine, aber Trapp ist halt auch als Kommunikator ganz, ganz wichtig. Das heißt, er scheißt seine Leute vorne zusammen und da muss Renault erst reinwachsen. Aber wenn er schon langsam ein bisschen lauter wird, dann sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich glaube, diese Chance, von der man nicht gedacht hat, dass er sie bekommt, die könnte er jetzt langsam und vorsichtig nutzen. Aber wie gesagt, am besten reden wir gar nicht zu viel darüber. Ja, stimmt. Marvin, aber du hast was gesagt. Natürlich muss er sich das aber auch spielerisch erstmal erspielen, damit er laut sein darf. Weil ansonsten sagt jeder, du Pflaume, hast hier, was willst du von uns? Halt erstmal deinen Kasten sauber. Ich denke mal, wenn der wirklich hier jetzt noch so ein, zwei Spiele hat, die im Endeffekt das ähnliche Niveau zeigen, was er, ich bin wirklich super. Wenn du schaust, was er bis jetzt in dem Eintracht-Dress gezeigt hat, und das war wirklich super unglücklich, ist das wirklich, waren die letzten zwei Spiele tausendmal besser und auch viel mehr Sicherheit. Und jeder hat jetzt, auch die größten Kritiker, denke ich, sagen jetzt, okay, er ist eine Nummer zwei, die auf jeden Fall was kann. Weil vorher hieß es ja, ach du je, Renault, da können wir gleich hier Pessimisten, Marvin, du kennst das aus unserem Freundeskreis auch, wo dann gleich gesagt wird, jetzt kannst du alles abschenken, ah, jetzt steigen wir ab und Euroleague, Weltmeister gleich ab. Ja, genau. Ja, die Namen werden hier nicht genannt, genau. Nein, aber das ist halt super schwierig. Und da siehst du, es ist aber natürlich auch auf einer gewissen Grundlage gewesen, weil er einfach sehr unglücklich in diesen Verein gestartet ist und einfach auch dann mit der Verletzungspause und so weiter und so fort. Ich denke, die zwei Spieler haben ihm gut getan. Wenn er jetzt noch mehr zeigt, dann hat er auch, glaube ich, irgendwann das Anrecht, auch zu sagen, hey, ich will auch einen Trapp ein bisschen herausfordern. Ansonsten für mich die Leistung, die Renault gezeigt hat, war gut. Trotzdem bläst und bleibt für mich ein Trapp die Nummer 1, weil er auch einfach ein ganz anderes Standing natürlich noch hat, weil er sich einfach bisher erspielt hat. Internationale Klasse, das ist auch, denke ich, im 1 gegen 1 mit Gegnern, das macht schon was, wenn du auf dem Papier siehst, oh, da steht ein Trapp im Tor, dann spielst du einfach auch als Spieler ist, wahrscheinlich anders. Ja, ich meine, es ist halt eine ganz andere Person, die da halt auch einfach vor dir steht, wenn du jetzt in Renault einen Trapp da im direkten Vergleich dir anschaust, ist es halt eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere Person, die du da vor dir hast. Natürlich gehst du da auch irgendwie anders damit um. Man muss aber halt auch dazu sagen, er ist halt auch ein anderer Torwart. Also ich finde halt auch so diese Aussage ersetzen oder die Frage nach dem Ersetzen halt auch schwierig, weil Trapp ist halt ganz klar die Nummer 1 und Renault ist die Nummer 2. Es gibt ja schon einen Grund, warum da diese Ordnung da ist. Was jetzt nicht bedeutet, dass er ein schlechter Torhüter ist. Er ist halt ein anderer Torhüter und was ich finde, was man halt schon merkt, ist, dass ihm halt nachvollziehbarerweise so ein Stück weit die Sicherheit fehlt, weil er halt einfach diese Spielpraxis nicht hat. Die Abstimmung mit der Abwehr noch nicht da ist, das hast du ja auch in dem Bremen-Ding da gesehen, wo er rausläuft, aber Kostic das Ding dann mit zur Eckfahne da nimmt. Da hätten sie sich auch mal irgendwie ein bisschen mehr vorher halt einfach über Kommunikation klar machen können, wer jetzt das Ding da irgendwie hat. Das war so ein klassischer nimm du ihn, ich habe ihn sicher Moment. Das dauert einen Moment, aber ansonsten bin ich da bei Marvin. Er hat da jetzt erstmal solide Leistung gezeigt und wir kommen jetzt ja so oder so nicht drum rum. Bis zum Ende der Hinrunde wird er im Kasten stehen. Punkt. Ja, genau so ist es. Und schön, schön, dass er da halt jetzt so reinwachsen kann. Und ich glaube, es ist doch auch gar nicht. Steht gar nicht zur Debatte, das treibt die Nummer 1 ist, die ist er eh, ne? Aber dass jetzt Renault zumindest jetzt mal die Chance hat, würde ich in diesen zweiten Platz zu rutschen, ne? Ich meine, es gab schon Leute, die gesagt haben, ja, will ich doch eher Wiedwald sehen, der gefällt mir besser als Renault. Dass Renault jetzt die Chance hat, als sichere Nummer 2 sich da zu etablieren, ist jetzt auch erstmal gut. Und dann, wie der Dennis gesagt hat, ja, vielleicht, wenn er echt gute Leistung abliefert, dann ist er mit einem ganz anderen Selbstvertrauen gesegnet. Das ist nämlich ein smartes Kerlchen. Renault ist ein smarter Spieler, also wirklich jemand, der nicht blöd ist, nicht am Kopf gefallen ist, der sich vielleicht auch ein paar Gedanken zu viel macht. Und diese ersten Spiele werden ihm jetzt auch mal gut tun nach der ganzen anderen Zeit. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen Vertrauen haben. Und seinem Marktwert tut es auch gut. Also falls man irgendwann doch nochmal verkaufen sollte, ist das auch gar nicht so schlecht. Ist richtig, ja, auf jeden Fall. Aber Alex, die Frage kam ja ursprünglich von dir. Ich habe sie ja nur quasi für dich stellvertretend gestellt. Wie siehst du denn das Ganze? Also eigentlich wurde relativ viel schon gesagt. Also für mich ist es auch keine Frage des Bällehaltens, sondern eher eine Frage auch des Auftretens. Und da tritt ein Kevin Trapp, seit er aus Paris zurückgekommen ist, und ich glaube, das hat er sich tatsächlich auch erst da erarbeitet,
ganz anders auf dem Platz auf, ne? Also eine viel breitere Brust, eine ganz andere Ausstrahlung, als es ein Renault hat. Das ist richtig. Marvin, hast du ihn eben smartes Kerlchen genannt. Mhm. Und ich glaube, das war vielleicht gar nicht so gemeint, aber das trifft es aus meiner Sicht ganz, ganz super, weil, also ich glaube auch, dass der auch ein bisschen was im Kasten hat. Aber auch tatsächlich im Tor oft wie ein Kerlchen wirkt, ne? Also er ist für einen Torhüter relativ klein. Dazu kommt, dass er auch nicht so breit gebaut ist oder auftrainiert, wie es ein Trapp ist. Hm. Und dadurch wirkt er schon mal ganz anders. Ganz anders, ja. Ja, so, und dann kommt auch noch dazu, dass er halt auch eher der leise Sprecher ist und nicht so der richtig laute, aber da muss er aus seinem Schatten jetzt auch ein bisschen raustreten. Und über das Selbstvertrauen auch ein bisschen Ausstrahlung mit auf den Platz bringen, weil ich glaube, dass da auch wieder das zu Trage kommt, was ihr gerade eben gesagt habt, du musst auch mit einer Ausstrahlung versuchen, einfach den Schuss aufs Tor mehr oder weniger schon zu verhindern, um gar nicht in die Situation des Haltens kommen zu müssen, ne? Und wenn du da ein bisschen Sicherheit ausstrahlst, klar, wirkt es anders, wie wenn du hinten stehst und sagst, oh, gleich kommt ein Ball. Ja, und das ist eigentlich so mein Hauptwunsch an ihn, dass er an dem Punkt arbeitet, weil ich sag mal, auf dem Niveau kriegen die alle ihre, die können alle ihre Paraden machen und er kriegt auch einen Abschlag auf den Spieler hin, das funktioniert auch, da mache ich mir gar nicht so die Sorgen, aber ja, er braucht ein anderes Standing, als er das bislang gezeigt hat. Da sehe ich aber auch so ein Stück weit auch den Rest der Mannschaft so ein bisschen jetzt in der Pflicht, ihm das halt auch einfach zu vermitteln und gerade auch an die Abwehrspieler zu sagen, pass auf, wir brauchen halt auch jemanden, der hier hinten mal einen Ton angibt und ihn da halt auch so ein Stück weit fordern, dass er da auch mal so ein bisschen aus seiner bisherigen Art und Weise mal rauskommt. Ja, das sehe ich genauso und gleichzeitig muss er das natürlich auch selbst herausentwickeln. Die Frage, die ich mir halt darstelle, ist, mit welcher Defensivformation du da spielst, weil sich natürlich schon das Gerüst ein bisschen verschiebt. Dadurch, dass du halt jemanden Neues da ganz hinten drin hast, kannst du nicht so ganz so viele Experimente vorne machen. Ne? Deswegen ist genau die Sache, die sich halt zu Recht Dennis auch angemahnt hat, von wegen Dieker, da macht er ein super Spiel, schießt ein Tor und spielt dann wieder nicht. Dass du halt nicht zu viele Risiken eingehst und sagst, okay, jetzt nehme ich Haseba auch noch raus und stell dafür in die Karre ein, so, ne? Ich glaube, das wird halt erstmal nicht gemacht. Das ist schon fast eine Revolution, muss man sagen, wenn Abraham jetzt erstmal nicht spielt, weil ich meine, der war gegen Bremen auch auf der Bank. Also ich meine, das ist halt auch schon mal was ganz anderes. Das hätte man sich vor 2 Jahren nicht gedacht, dass ein Abraham mal nicht spielt, wenn er fit ist, ne? Und da haben wir ja den ersten Schritt mit Touré schon gemacht, der ein super Perspektivspieler ist. Mal gucken, ob wir das halt mit einem Dicker noch hinbekommen. Aber dann halt wahrscheinlich erst, wenn Trapp wieder da ist. Ja, wird sich jetzt zeigen. Aber ja, das könnte so ein bisschen, natürlich dann darunter leiden. Wobei Hütter hat jetzt in den vergangenen Spielen relativ oft auch seine Startelf da so ein bisschen gewechselt. Also ich glaube, so ganz wird er die Ausprobierphasen da jetzt auch nicht sein lassen. Nö, wahrscheinlich nicht. Nö, das ist ja wahrscheinlich zu. Wie soll ich sagen, hatte zu großen Spieltrieb wahrscheinlich. Ja, oder halt auch einfach wirklich sich so ein bisschen auf den Gegner einstellen lassen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört oder gelesen hatte, aber in den letzten 7 oder 8 Spielen war jedes Mal die Startelf anders. Also da war kein einziges Mal, dass die halt exakt war oder gleich war. Also von daher glaube ich schon, dass er das auch noch weiterhin so ein bisschen durchziehen wird. Vielleicht dann nicht unbedingt in der Abwehr, sondern dann vielleicht eher davor. Aber ich glaube, da wird es schon noch so die ein oder andere Rotation geben. Ja, ich glaube, wir zählen momentan noch zu den Vereinen mit den meisten eingesetzten Spielern. Ich meine ja. Was ja eigentlich auch zeigt, dass die Verstärkungen, die wir jetzt bekommen haben, echt sinnvoll waren und wir jetzt wirklich mal einen Kader haben, der nicht nur 11 Spieler plus 2 auf der Bank, die du bringen hast, kannst haben, sondern dass tatsächlich eine Masse an Spielern da ist, die die Klasse haben, auch ab und zu mal auf dem Platz zu stehen. Ja. Finde ich gut. Ja, auf jeden das Fall. Ist richtig. Also da war das, wo wir vielleicht am Anfang noch gesagt haben, dass der Kader relativ groß ist, gerade irgendwie im Mittelfeld zeigt sich ja das durchaus, dass das sinnvoll ist, um da auch mal so ein bisschen durchzurotieren. Du hast quasi für jedes Essen dein Besteck da im Kasten und musst nur das Richtige rausholen. Ja, voll. Also gerade Mittelfeld finde ich echt ganz geil. Also du hast mit Kamada jemanden vorne drin, der endlich mal
ein bisschen Kreativität mit reinbringt und viel von dem umsetzt, was wir uns von Gacinovic auch immer erhofft haben. Ja. Und dann hast du mit So, Kor, Rode, Fernandes, hast du halt echt eine riesen Auswahl auch an Mittelfeldspielern, die du noch bringen kannst. Toro. Ja, oh, Toro. Ja. Nur nicht in der Euroleague, richtig, ja. Den nur nicht in der Euroleague, das ist richtig. Ja, leider halt auch in der Bundesliga eher selten, ne? Also von dem hatte ich zumindest mir eigentlich auch nicht mal Kader gewesen, ne? Von dem hatte ich mir eigentlich echt viel erhofft auch, aber ja. Vielleicht sollten wir aufhören, uns von Spielern zu viel zu erhoffen. Das scheint dann immer irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Vielleicht ja, liegt es an so, uns. Ne? Die man die meisten Hoffnungen irgendwie reinprojiziert. Ja. Ich habe da ganz viele Fälle irgendwie auf meiner Liste jetzt, wo wir das so durchgehen. Also das einzige Trikot, was ich zum Beispiel im Schrank habe, wo ein Name draufsteht, ist Sonny Kittel. Zack. Aber der kommt ja jetzt leider nicht mehr bei der Eintracht. Hm. Nee, leider nicht mehr. Aber trotzdem, gute Karriere liegt da. Ja. Und du hast kein Trikot, wo Kayo draufsteht? Nein. Wie konnte das passieren? Naja, der hat sich zu schnell als nicht würdig entpuppt. Vielleicht hätte ich mir eins von Grasshoppers Zürich mit Kayo drauf kaufen sollen. Aber da ist er doch jetzt auch nicht mehr. Nee, aber da hat er wenigstens mal getroffen. Das ist richtig. In 130 Spielen 51 Tore. Ich habe vorhin extra nachgeguckt. Uha. Nachdem du das da reingeschrieben hast und ja die Forderung war, dass wir heute auch über Kayo reden müssen, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Der Benedikt feiert seinen Chat auch gerade eben schon. 131 Spiele für Grasshopper Zürich in 4 Jahren, 51 Tore. Ich habe tatsächlich heute auch geguckt, weil ich überhaupt nicht wusste, wo er jetzt ist. Aber in Tel Aviv? Ja. Null Spiele, Maccabi null Tore seit 2018. Scheint, ja. Maccabi Haifa scheint da auch nicht so der große Kracher für ihn gewesen zu sein. Maccabi in einem Jahr 22 Spiele, ein Tor. Bumm. Ja, es ist halt schade, weil es lief ja davor echt richtig gut. Ja. Ne? Also ja. Kann es auch nicht nachvollziehen, aber gut, er wird halt jetzt auch nicht jünger. Ne? Vielleicht ist jetzt auch einfach, ich meine, im Endeffekt muss man ja sagen, dass die Kayo-Kiste sich ja wirklich noch erstaunlich und überraschend positiv entwickelt hat. Ja, das stimmt. Da aber hätte, glaube ich, auch keiner so richtig dran geglaubt, dass da überhaupt mal irgendwas in der Richtung. Sind uns aber alle passiert. Einig, über das Tempo kam er nie. Nee, das ist richtig. Aber was ihm natürlich auch so ein bisschen dann immer wieder so zum Verhängnis geworden ist, war, dass er halt dann auch irgendwie Pech hatte mit Verletzungen, wo er dann in Zürich auch echt mal die 4 Jahre Glück hatte und wenig Verletzungen hatte. Hat er uns verletzt? Doch, der hatte doch auch immer mal so ein bisschen Verletzungspech. Okay. Und dann kam noch hinzu, dass er irgendwie auch nicht so unbedingt der Trainingsweltmeister ist. Also da kam dann irgendwie so das eine zum anderen, ja. Also von daher, ja. Auch eine von den Geschichten, wo wir viel erwartet haben und am Ende wenig bei rumkam. Ich sag ja, vielleicht liegt es doch eher an uns. Ja, kann sein. Immer nur an uns. Es liegt immer nur an uns, meinst du? Ja, das ist aber, wir haben Schuld. Gut. Aber wie gesagt, ist jetzt auch 33, ne? Also ich meine. Ja gut, jetzt ist auch langsam dann für so einen Profifußballer, wenn du nicht gerade irgendwie Buffon heißt und gefühlt bis 51 irgendwie durchspielst, dann ist halt auch mit Mitte 30 der Drops halt auch gelutscht. Das ist halt einfach so. Nun gut. Dann würde ich sagen, biegen wir jetzt mal so ein bisschen in unsere altbewährten Kategorien ab. Es sei denn, ihr sagt jetzt ganz spontan, ihr wollt jetzt schon über das Leverkusen-Spiel reden, aber das ist ja noch eine gute Woche hin. Ja. Das wäre mir jetzt noch exakt ein bisschen. Hoffen wir mal, dass alle gesund von den Länderspielreisen wiederkommen. Und dann genau, und Hinteregger kann gerne das Tore schießen auch mal wieder bei uns einüben. Stimmt, Hinteregger in der Nationalmannschaft eine Bude gemacht. Das 2:1, glaube ich, oder das 2:0. Aber jedenfalls zweite Tor für Österreich. 2:1, hat den Sieg eingeleitet. Ja, der dann von Sabitzer war, glaube ich, das 3:1. Genau, ja. Genau, also richtig, richtig stabile Angelegenheit tatsächlich, muss ich sagen. Aber naja, kann versucht er jetzt auch mal hat das machen. Ja in den letzten Spielen schon. Also du siehst ja schon, Hinteregger ist sehr oft auf dem Weg nach vorne und hat ja. Hat ja bei uns auch schon Tore geschossen. Ja, ja, und er hat ja auch gegen Bremen es wieder versucht. Gut, er war dann latent drüber, aber ansonsten, er versucht es ja schon das ein oder andere Mal wieder. Also ich glaube. Da merkst du halt schon, dass er in der Jugend Stürmer gespielt hat, der will da noch die ein oder andere Bude dieses Jahr machen und das soll er dann auch bitte auch. Sehr gerne. Ja, vielleicht im Rückspiel gegen Augsburg oder so. Fände ich gut. Gerne. Gut, dann sprechen wir jetzt nicht über Leverkusen, aber dann sprechen wir über ehemalige Spieler. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich
Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Und da war er wieder, dieser wunderbare Jingle, der diese Sektion einleitet, wo wir drüber sprechen, was denn ehemalige Eintracht-Spieler heute so tun oder vielleicht auch nicht tun. Und heute hat der Dennis einen Spieler rausgesucht und ich bin mal gespannt, ob wir es erraten, wen er da auf seinem Zettel hat. Dennis, leg los. Wunderbar, gerne. Also, wir fangen mal ganz einfach an. Es geht um einen Stürmer. Er ist geboren am 4. Juni 1979, heißt, ist junge 40 Jahre alt gerade. Und er hat tatsächlich sein eigenes Lied. Janis Amanatidis. Song. Nein, Amanatidis ist es nicht. Dann gehen wir noch eine Spur weiter. Und zwar ist er in Japan geboren. Takahara. Richtig, Marvin. Sayuro Takahara, shalala. Richtig. Freed from the Sire von Gala. Wunderbar. Wie oft wir das gesungen haben eigentlich, ne? War schön. Also hat uns echt immer große Freude bereitet, oder? Ja, wunderbar. Also, genau. Takahara, unter anderem bekannt als, es war mir tatsächlich, ich habe es auch selten gehört, den Ausdruck vorher. Ich dachte echt, das soll ein Scherz sein, aber Sushi-Bombe. Tatsächlich wurde er wohl in der Zeit die ganze Zeit wohl genannt. Etliche Medien haben auch so über ihn berichtet. Also sehr, sehr skurril. Ja, genau. Wie schon gesagt, eigener Song ist in der Saison tatsächlich 2006 und 2007 zu uns gekommen. Ihr erinnert euch noch, er war vorher ja dann beim Hamburger SV. War da, ja, war okay unterwegs, ist dann, wie gesagt, im Mai 2006 von Hamburg zu uns gewechselt, damals noch für schlanke 750.000 Euro und hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. In der Zeit, gerade in der Saison 2006, 2007, war er bei uns wirklich super erfolgreich. Da hat er in 30 Ligaspielen 11 Tore gemacht, was eigentlich ja nicht so schlecht ist. Dann gab es aber ja so ein bisschen die Problematik, er hat zwar in der Saison nochmal seinen ersten und, glaube ich, einzigen Hattrick überhaupt in der Bundesliga gemacht, dann kam dazu noch, dass er ja, in der Zeit haben wir ja UEFA Cup gespielt, gegen Fenerbahce noch 2 Tore gemacht hat, im DFB-Pokal noch 4-mal getroffen hat, also man merkt, es war wirklich nicht der schlechteste Knipser. Leider hat es dann aber irgendwie schnell, ja, nicht mehr so funktioniert, obwohl er tatsächlich seinen Marktwert, muss man überlegen, zu der Zeit auf 3,5 Millionen Euro schon steigern konnte, ist er dann leider zu Beginn der Saison zu Beginn der Saison eigentlich dann zur Winterpause, ist er gewechselt in der nächsten Saison. Also 2007, 2008 hat er nur 8 Ligaspiele und 1 Tor gemacht, hat er tatsächlich die Eintracht für 1,5 Millionen Euro in Richtung Urawa Red Diamonds verlassen. Also war ein kurzes Intermezzo. Eigentlich ja echt ein super Spieler gewesen. Also mir hat er vom Spielertyp auch richtig gut gefallen, dieses typische Understatement. Also für mich ein typischer japanischer Stürmer, muss man wirklich sagen. Auch eigentlich ja sehr präzise, sehr, ja, war einfach ein netter Kerl und hat mir wirklich immer Spaß gemacht, dass er bei uns da gespielt hat. Wie gesagt, 38 Spiele, 12 Tore für die Eintracht gemacht. Was ein bisschen schade war, also er ist ja dann, es hieß immer, dazu konnte ich jetzt in den Medien nichts finden oder zumindest in der Nachrecherche, dass er aus persönlichen Gründen die Eintracht wieder in Richtung Heimat verlassen hat. Ja, keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall uns doch nochmal 1,5 Millionen eingebracht. Das ist natürlich dann auch gar nicht so schlecht gewesen. Ich dachte damals, der Vertrag wäre aufgelöst worden, aber sieht man mal, wie lang es dann doch schon wieder her ist. Auch wenn man denkt, ach, das ist ja noch gar nicht so lange, ist die Erinnerung doch etwas vernebelt gewesen. Die nächsten Stationen waren dann eher, ja, nicht uninteressant, aber er hat jetzt nicht mehr dann die große Mannschaft, außer bei Suwon Samsung Blue Wings in Südkorea hat er nochmal gespielt gehabt und ist dann im Endeffekt in Japan geblieben. Jetzt kommt aber eigentlich das, wo ich gedacht habe, okay, was ist denn das? Und zwar, er spielt immer noch und ist Spieler, Trainer
und gleichzeitig Manager von Okinawa SV. Da habe ich mal ein bisschen genauer geguckt. Und zwar hat er den Verein selbst gegründet 2016. Geil. Und will langfristig unbedingt ins Oberhaus aufsteigen und besitzt sogar bereits eine Fußballschule, um da im Endeffekt Talente anzuzüchten etc. Also total verrückt. Der Verein hat 2016 in der untersten Liga des japanischen Ligasystems gestartet und wurde gleich Tabellenerster mit, jetzt kommt der absolute Kracher, mit 9 Siegen aus 9 Spielen und einer Torbilanz von 123-1. Also, die haben quasi in jeder Minute, die die gespielt haben, fast ein Tor geschossen, oder? Wunderbar, also wirklich ziemlich krass. Krass. Ist auf jeden Fall echt heftig. Aktuell spielen sie wohl in der 5. japanischen Spielklasse. Das ist ein bisschen seltsam, dieses System. Das ist so japanische Regionalliga und da in der Liga Kyushu Soccer League. Keine Ahnung. Also wen es interessiert, ist der Okinawa SV. Jetzt kommt aber noch eine Skurrilität. Warum SV? Das macht ja überhaupt keinen Sinn in Japan. Wollte tatsächlich ich dich gerade fragen. Anlehnung an den Hamburger SV ist das. Ach, geil. Also aus der Zeit vom Hamburger SV hat er gesagt, ach, da mache ich doch Okinawa SV. Schade, dass er nicht SK Okinawa genommen hat, aber ich sag mal, das wäre wahrscheinlich, dafür war er vielleicht zu kurz bei uns. Aber das hätte mich auch gefreut, tatsächlich. Das hätte mich auch gefreut, ja. Aber gut, kann nicht alles haben. Aber geil, ey, siehst du mal. Also das waren so die Facts, die ich zumindest jetzt zu Takahara finden konnte. Wie gesagt, das schöne Lied. Marvin, du hast es vorhin schon angestimmt. Immer wieder ein Ohrwurm. Und ja, cool. Auf jeden Fall ein cooler Spieler. Mich hat es total überrascht, dass er tatsächlich nur 1,5 Jahre bei uns war. Mir kam es viel, viel länger vor. War natürlich eine super erfolgreiche Saison, gerade 2006, 2007. Und ja, vielen Dank für die schöne Zeit, Nariro Takahara. Und viel Erfolg mit deinem neuen Club. Die scheinen da aber immer diese Saumenge an Toren zu schießen. Ich habe mir gerade eben mal das hier auf Wikipedia nachgeguckt. In der Saison 2017 waren sie ja dann eine Liga oben drüber. Genau, auch und wieder, war Zweiter. Genau, 8 Siege, 1 Unentschieden, 64-4 Tore. Schon deutlich schlechter. Weil ja, schon deutlich schlechter, aber trotzdem. Also 64 Tore geschossen, 4 kassiert. Ja, alles klar. Kann man mal machen, genau. Aber mega geil. Also ich finde es klasse, gerade mit dem SV finde ich auch lustig. Und dass er immer noch mit 40 Jahren spielt. Ich finde es bei solchen Spielen tatsächlich mega interessant, auch wenn die jetzt nicht so lange da waren. Man nimmt es denen auch nicht übel, dass sie gewechselt sind. Weißt du, was ich meine? Es gehört dann dazu, die sind eher ein bisschen ruhig, machen ihr Ding, aber sind irgendwie trotzdem sympathisch. Lief ganz cool. Also war schön. Sehr gut. Spannend. Ich verlinke mal sowohl den Vereinseintrag bei Wikipedia als auch den Spielereintrag. Dann könnt ihr da nochmal das nachlesen. Ist auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, Dennis, für das Raussuchen. Gerne, gerne, gerne. So, und dann gucken wir mal auf die Saison von vor 20 Jahren, was da so geschehen ist. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga! Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und dann sind wir auch in der damaligen Saison am 7. Spieltag angekommen. Es war ein Heimspiel am Freitagabend, dem 1. Oktober, und wir haben gespielt gegen Stuttgart. Was habt ihr noch an Erinnerungen an dieses Spiel? Alles versoffen. Nein, Spaß. Tatsächlich wirklich kaum Erinnerungen. Aber wer hat denn da bei Stuttgart so gespielt zu der Zeit eigentlich? Wer bei Stuttgart zu der damaligen Zeit gespielt hat, den einen oder anderen dürfte man davon durchaus noch kennen. Tatsächlich, ja. Ja. Da war unter anderem als Linksverteidiger unterwegs, der in diesem Spiel auch eine gelb-rote Karte bekommen hat, ein gewisser J. Keller. Aha, ich habe es mir schon gedacht. Ja. Und in der Innenverteidigung ein gewisser Herr Berthold. Eieiei, der Berthold. Ja. Genau, wird ja immer besser. Im Tor Wohlfahrt, davor Berthold, Todd Thiam, links Keller, rechts Pinto, davor im Mittelfeld in der Mitte Soldo, Licht,
Links auf der Außenbahn Gerber und dann so ein bisschen undefiniert davor Balakow und Garnier. Und Trainer? Ralf Rangnick. Krass. Das habe ich nämlich gerade eben auch gelesen. Da hatte ich null auf dem Schirm, dass der zu der Zeit Trainer von Stuttgart war. Ja. Ja, stimmt. Hatte ja auch überhaupt nicht. Überhaupt nicht auf dem Schirm. Habe ich komplett vergessen tatsächlich. Wusste ich gar nicht mehr. Ich wusste gar nicht mehr, dass der da noch dreht. Also krass. Stich ja auch mal ein Stück Alkohol, Mann. Ey, wie, aber nein, also ich habe echt, das stimmt, der war ja in Stuttgart auch. Ach, der war ja auch in Stuttgart, ja. Wow. Auch ich finde es auch krass, also die ganzen Vereine, die drumherum noch gespielt haben, ne? Also wer zu der Zeit alles in der Bundesliga gespielt hat, von denen sind halt, keine Ahnung, 10 Vereine überhaupt nicht mehr am Horizont. Also parallel hat er dem Tag zum Beispiel noch Ulm gegen Hamburg gespielt. Klassiker. Na, oder Kaiserslautern gegen Unterhaching. Auch Klassiker, das ist definitiv Klassiker. Das waren so Spiele, die hat man sich gerne noch angeguckt. Ja, aber es war ein Freitagsspiel auf jeden Fall, ne? War ein Freitagsspiel. Okay, und erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Was ist da passiert? Da ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel passiert, mal abgesehen von der gelb-roten Karte. Und es ist dann auch exakt nur ein einziges Tor gefallen ja. in dem Spiel. Und zwar in der 47. Minute, da hat Balakow dann das Ding eingeschweißt. Mhm. Was er ja in der Zeit, wo er gespielt hat, schon das ein oder andere Mal auch getan hat. Und von daher da ist uns dann auch, glaube ich, danach nicht mehr so wirklich viel eingefallen. Okay. Keller übrigens in der 75. Minute mit Gelb-Rot runter wegen wiederholtem Foulspiel. Geil, dass wir das aber irgendwie nicht ausnutzen konnten, offenbar, ja. Naja, also wir haben ja in der letzten Woche über das Spiel davor gesprochen, gegen die Bayern. Ja. Also da haben wir es ja auch nicht ausnutzen können. Boah, ich glaube, das war echt so einer der Knackpunkte tatsächlich, ne? Ja. Wo du auch echt gedacht hast, okay, von hier an geht's bergab. Aber was, also mit der, ich werde mit der Rangnick-Personalie echt nicht fertig. Das heißt, Rangnick war davor bei Ulm, ne? Der müsste davor bei Ulm gewesen sein, ja. Ne, der war davor in Ulm und hat dort sich die ersten Meriten geholt und hat da gezeigt, okay, was er für ein geiler Hecht ist. Und danach ist es dann für ihn, das ist so, oder? Doch, genau. Und danach ist es für ihn zu Stuttgart gegangen. Ey, krass, interessant. Ja, genau, mit Ulm ist er aufgestiegen, dann ist er zu Stuttgart und dann ging es ja weiter. Ist ja auch eigentlich merkwürdig, ne? Wenn du überlegst, Rangnick war ja auch zwischenzeitlich mal bei der Eintracht im Gespräch, ne? Ist ja leider nichts geworden. Oh. Ich bin gerade eben auch noch über eine andere Person gestolpert. Unter anderem oder bei Stuttgart auf der Bank saß ein gewisser Sean Dundee. Den kennt man doch auch noch. Krasser, wer bei uns im Mittelfeld gespielt hat. Horst Held. Mhm. Ja. Genau, ja. Auch ein geiler Spieler gewesen. Ich fand ihn damals echt sympathisch, muss ich sagen. Also mehr hat er. Also ich, so gerne ich ihn nicht als Trainer, als Manager hier habe, desto besser, muss ich sagen, fand ich ihn doch auf dem Platz. Also da hat er mir echt gut gefallen. Einer der Nationalspieler, die Eintracht hatte. Ja, das ist richtig. Also insofern, ja, hat aber auch nicht geholfen offenbar. Ja, hat es auch nicht geschafft, gegen Stuttgart irgendwie den Trend zu stoppen. Ich meine, wenn du überlegst, viel, viel absurder finde ich so Leute wie Kutschera. Ja, ich meine, Kutscher, ja, meine Güte, ey, wie lange ist das her? Ey, was macht Kutschera eigentlich jetzt? Das ist auch so, ich kenne mir den Namen noch. Oder, ich sag mal so, das ist wirklich auch definitiv niemand gewesen, an dem er sich jetzt ewig noch erinnern muss. Hat auch ein komisches Gesicht gehabt, tatsächlich, ja. Ja, ey, was macht Alex Kutschera tatsächlich jetzt? Also ich meine, auch so ein Spieler gewesen, ja, naja, ja, kann man machen, muss man nicht, ne? Ich such mal, Alex Kutschera, gucken, wer von uns schneller ist beim Tippen. Trainer ist er. Beim Bezirksligist FC Ergolding. Ah ja, okay. Er läuft bei dem. Also nach dem, okay. Na genau, gut. Bezirksliga, ja. Okay, davor Kreisklasse. Aha. Ey, stimmt. Das war doch diese komische Kiste. Ja, jetzt sehe ich es gerade. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Genau, der war bei der Eintracht und dann ist er nach Jerez gewechselt. Deportivo Jerez.
Nur mir auch genau. gedacht habe, wo ich auch gedacht habe, Alter, was ist mit dir eigentlich los? Was sitzt denn du da, ne? Also, keine Ahnung, willst du deinen braunen Tan ein bisschen weiter kultivieren? Ja, weil, ich brauche jetzt unbedingt ein Foto von ihm. Ja, ja, der war schon immer gut Sonnenstudio gebräunt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Der hat einen Sonnenbank-Flavor auf jeden Fall ordentlich mitgemacht. Aber es war schon zu seiner Zeit bei 1860. Aber es ist interessant, naja, gut, also. Er hat zumindest den Trainereinstieg geschafft. Ob ihm ist auch lustig hier, der eine Satz. Aufgrund von Personalproblemen sprang Kutschera im April 2011, da war er bei Landshut. Ja, okay. Landshut. Im Alter von 43 Jahren noch einmal für eine Partie ein. Musste allerdings nach 2 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Er selbst bezeichnete den Kurzauftritt scherzhaft als das kürzeste Comeback aller Zeiten. Finde ich geil, ist doch geil. Also, ich meine, gut, ja. Ach, geil, als Trainer, das ist so das Typische, ne? Du bist völlig unfit, gehst hochmotiviert auf den Platz, machst einen Sprint und merkst halt hinten, wie es im Oberschenkel einfach zwickt. So. Monate nichts gemacht und völlige Selbstüberschätzung. Hier, Leute, geht weg, ich geh rein, ich mach das Ding. Ja. Ah, warte, im Oberschenkel tut's mir weh, kann ich mich wieder setzen? So ist es. Es ist wenigstens ehrlicher Sport, muss man sagen. Ja. Geil, okay. Großartig. Gott, oh Gott. Ja, also es ist schon immer wieder interessant, welche Blüten das treibt. Ich meine, er war jetzt auch kein schlechter Spieler, ne? Aber jetzt niemand, dem man sagt, an dem habe ich mich jetzt irgendwie, hätte ich mich nie satt sehen können. Also so ist es jetzt auch nicht, ne? Aber es ist, also ich meine, ja, wie gesagt, dass Falk auch da wieder gespielt hat, auch nochmal als einer der wenigen Bundesligaspieler gewesen. Beim VfB, ja, wie gesagt, Wohlfahrt, geil. Wohlfahrt ist auch ein geiler Typ, ey. Roland Wohlfahrt, war das? Nee, Franz Wohlfahrt. Franz Wohlfahrt, ja, der Österreicher. Ich glaube, der ist immer noch dick im Fußballbusiness. Also dick, das ist jetzt gar nicht auf seine Körperfülle gemeint, aber die war. Wäre jetzt die Frage schon gewesen. Ja, ja, die war zwischenzeitlich auch schon mal ein bisschen außergewöhnlich. Ich weiß noch, da war. Der Franz war dann irgendwann nicht mehr Torwart, sondern irgendwann auch mal Torwarttrainer. Also es ist interessant. Also es gibt halt echte Sportler, die sind topfit, während sie Fußball spielen. Aber sobald sie irgendwie nicht mehr Fußball spielen, neigen sie dazu, den ein oder anderen Pfannkuchen zu viel zu essen, glaube ich. Aber gut, vielleicht wahrscheinlich zu oft im VIP-Raum von Mattersburg gewesen. Das ist ja für alle ehrlich. Geil. Hier, XXL Wohlfahrt glänzt bei Comeback als Tormann. Wow, wie hieß es das denn? Siehst du, also er hat es halt trotzdem noch drauf, ne? Geil. Was macht er denn? Er ist doch bestimmt auch Fußballfunktionär mittlerweile. Der war auch mal, glaube, der war sogar mal in Österreich. Hier, genau. Ja, okay, alles klar. Ist, ja, Spieldirektor bei Oberbach. Spieldirektor. Was macht denn ein Spieldirektor? Ich glaube, ja gut, das ist auf jeden Fall der Burgenlandliga. Wir sind gar nicht so, so falsch. Dennis, ja, ja, nicht sehr nah an Österreich. Wir hatten ja, der hat auch in Hirn, das ist da unten auch um die Ecke, da hat er, glaube ich, auch mal gespielt. Ah, okay. Ja, ich weiß gar nicht genau, was man als Sport, also gut, aber ich glaube, wahrscheinlich ist, das ist wie so Sportdirektor. Sportdirektor, ja, ja. Genau, und war davor aber auch Torwarttrainer, immerhin fast 2 Jahre für die österreichische Nationalmannschaft. Ne? Ja, hat schon viel mitgemacht. Geil, er hatte ein bisschen, also ja, also der ist wirklich Torwart, irgendwas zwischen Torwarttrainer und normaler Trainer und jetzt zum Sportdirektor. Naja gut, der war sogar 3 Jahre Sportdirektor bei Austria Wien. Krass eigentlich. Okay. Ne? Ja, naja gut, vielleicht hat er da jetzt genug Geld verdient, dass er jetzt erstmal so ein was ist das, Verein, Burgenlandliga-Verein trainiert. Oder vielleicht hat der Verein richtig große Ziele. Ja, geil, Franzl Wohlfahrt, ey, super Kerl. Gut, dann endete der Spieltag so, dass Dortmund Tabellenführer wurde, ja, der HSV Zweiter, Bayern München nur Fünfter. Die haben nämlich Spieltag 1-1 gegen Schalke gespielt. Kovac raus, oh ne, also, ja, das jetzt damals nicht. Die Eintracht war nach dem Spieltag auf Platz 14 abgerutscht mit 7 Spielen und 7 Punkten, 2 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen und einem Torverhältnis von 9-10. Spiel in Folge verloren, oder? Ja. Ich glaube, nur im dritten Spiel, ersten zwei haben wir gewonnen, dann unentschieden und seitdem. Genau.
So, das war der 7. Spieltag, bei dem es übrigens noch 2 Spiele am Freitag gab. 5 Spiele am Samstag und 2 am Sonntag. Damals war die Welt noch in Ordnung. Und dann sehr schön, tatsächlich. Sprechen wir in der nächsten Woche. Freitagabendspiele. Ja. Sprechen wir in der nächsten Woche über den 8. Spieltag, wo wir auf einen unserer Longtime-Lieblingsgegner treffen, und zwar auf Hansa Rostock. Oha. Endlich mal wieder Samstagmittag-Fußball. Geil. Das ist auch wahrscheinlich das einzig Positive. Ob wir es schaffen, den Abwärtstrend irgendwie gegen Rostock zu stoppen, aber das ist schwierig. Ja. Schwierig. Das und mehr erfahren Sie in der nächsten Folge. Ja, zeichnet sich schon ab. Nun gut, damit haben wir auch diesen Part beendet und wollen dann jetzt über Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen sprechen. Und auch dafür gibt es natürlich einen Jingle. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und Alex. Und Alex, genau. Zack, raus. Jetzt musst du weiter singen, genau, ja. Ja. Nee, ich fange mal an, obwohl ich hatte eigentlich gar keinen Tipp, jetzt ist mir was eingefallen. Jetzt versuche ich das schnell zu sagen, bevor ich es vergesse. Und zwar, liebe Leute, wenn ihr auf geilen Journalismus steht, dann checkt mal die Krautreporter. Wir haben öfter schon mal hier drüber gesprochen in den vergangenen Jahren. Ist jetzt auch viel Zeit vergangen, die gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Und gerade in der letzten Zeit bei den ganzen Entwicklungen ist mir immer wieder aufgefallen, dass in der intensiven lange Recherche, insbesondere bei den Krautreportern, auch stattfindet mit ausgewogenen Artikeln. Und da, das kann ich echt nur jedem empfehlen, im Zweifel mal einen Monat reinschnuppern, ob es einem wirklich gefällt. Aber ich finde es echt gut und ich freue mich, dass es sowas gibt und ich schaue öfter gerne mal rein. Insofern Krautreporter immer noch eine Bank, wenn es um Qualitätsjournalismus geht. Das war meine Empfehlung. Sehr gut. Das hilft mir noch einmal kurz, ich habe da schon länger nicht mehr reingeguckt, das war doch das, was irgendwie dieser Zusammenschluss der von verschiedenen Journalisten, die dann quasi über so ein Crowdfunding daher kam, ja so ein Stück weit auch der Name angefangen haben, sich zu finanzieren, das war doch das Ding, ne? Genau, das war das, ne? Und kannst einen Probemonat beginnen, es geht halt auch darum, ein bisschen das Ganze nicht mehr, also nicht so oberflächlich zu, also ich meine, du kannst übrigens 30 Tage wirklich kostenlos testen, kannst mal gucken, ob es dir gefällt und danach sehen, ob du da dran bleibst oder halt nicht, ne? Es kann ja immer sein, dass du denkst, okay, will ich lesen und dann kommst du nicht dazu, dann gibt es wieder andere Gründe. Über welche Medien konsumiere ich das denn, Marvin? Wie ist das denn? Am besten ist das direkt auf der Website. Du kannst aber auch PDF downloaden. Es gibt, glaube ich, Newsletter. Es gibt auch eine eigene App, glaube ich. Ich glaube, es gibt eine eigene App. Ansonsten gibt es irgendwelche Sub-Apps, über die du das machen kannst. Und du hast halt einfach echt Leute, die wirklich die Hintergründe so ein Stück weit abgreifen, ne? Und auch da genauer reingucken. Zum Beispiel, ich bin ganz, ganz großer Fan von Christian Gesellmann, der wirklich umsichtige Beiträge schreibt, der zum Beispiel gerade, weißt du, ich weiß viel zu wenig über den Osten Deutschlands tatsächlich, ne? Und wir haben alle immer so viele Vorurteile und so weiter und so fort, ne? Keine Ahnung, oder was heißt, wir haben viele Vorurteile, aber wir wissen halt viel zu wenig. Und er kommt aus dem Osten Deutschlands, sein Gebiet, er ist meistens so zwischen Jena, Zwickau, Berlin mal unterwegs, so. Und da ist es echt interessant, mal eine ganz andere Themenwelt und abzugreifen, um auch ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Ich bin manchmal Dresden und das finde ich ganz toll und dann finde ich es mega spannend, aber man hat doch nicht die Zeit, so tief da einzutauchen, ne? Gibt Martin Gommeln richtig gut. Rico Grimm schreibt mit die besten Artikel, die es echt gibt, muss ich sagen. Also da bin ich ein ganz, ganz großer Fan. Ich kann es jedem empfehlen, der mal Bock hat, ein bisschen Geld zu investieren. Okay. Testphase 30 Tage ist ja sowieso dann schon mal nicht schlecht. Kann man zumindest mal gucken, ob das was für einen ist und danach sich immer noch entscheiden, das passt doch. Genau. Ja, und sehr schön. Werbung übrigens, wenn jemand fragt. Es ist nur aus altruistischen Gründen, weil ich mich freue, dass es in Zeiten einer Dauerempörung auch noch journalistische Stücke gibt, die einfach handwerklich gut gemacht sind. Darüber sollte man sich wirklich heutzutage freuen. Ich habe tatsächlich empfehlungstechnisch diese Woche nix. Mhm. Alex hat aber doch noch was. What? Dachte ich, nein, doch nicht. Anti-Empfehlung. Nee, das will ich ja. Ich habe ja eben mit eurer Empörung schon gemerkt, dass Joker wohl doch das breite Interesse des Kinovolks anspricht und ich eher eine Nischenmeinung ja habe.
dass ich mich nicht gut von dem Film unterhalten gefühlt habe. Ja, aber vollkommen okay. Ich habe ihn, wie gesagt, auch noch nicht gesehen. Da müssen ich habe auch noch nicht gesehen. Gibt bestimmt noch Meinungen, die auseinandergehen. Ich bin natürlich in der Joker-Materie sowieso immer relativ interessiert, weil ich großer Batman-Fan bin. Und natürlich gehört habe, dass Joaquin Phoenix den Joker-Spiel gedacht hat, okay, würdige Besetzung kann ziemlich geil werden, weil Phoenix. Also schauspielerische Leistung, mega. Ja. Ne? Also den zu spielen und auch so, wie er ihn gespielt hat, überhaupt keine Diskussion. Von daher echt, echt super. Ich liebe alle Batman-Filme. Okay. Ja. Aber das war mir. Mag sein, dass das eine Kunstausdrucksform ist, die, wie gesagt, keinen Zugang zu mir findet. Muss ich jetzt sofort in die Nachtvorstellung gehen? Sofort. Vielleicht gehört er aber auch ganz klassisch einfach zu den Filmen, die man zweimal sehen muss, um da wirklich irgendwie reinzukommen. So Dinger gibt es ja auch manchmal. Will not do. Gut. Es war der letzte Versuch, das irgendwie zu retten, aber Gott, dann halt nicht. Nee, aber also ohne spoilern zu wollen, das Ende lässt halt schon sehr stark darauf vermuten, dass es mehrere Teile geben wird. Also dieses Joker-Thema ist noch nicht durch für mich. Das kommt ja auch immer drauf an. Ich meine, der letzte Batman hier mit fällt mir der Name nicht ein. Ben Affleck oder was? Nee, Fein der ich. Davor. Ach so, du meinst den noch mit Christian Bale? Ja, und danke. The Dark Man Rises und so. Ja. The Dark Knight, ja. Dark genau. Knight. Dark Man. da war ja am Ende auch noch so dieser Cliffhanger, wo man ja auch gedacht hätte, es geht ja jetzt irgendwie nahtlos weiter. Also das ist ja auch des Öfteren. Dark Man Rises, weiß nicht, welche Filme du gesehen hast. Na gut, ja. Nee, cool. Ja, das war natürlich auch, war ja drei Teile. Ein geiler Dreiteiler. Den vierten Teil habe ich der war geil. The Dark Man Rises. der kommt erst nach 22 Uhr und du musst den Jugendschutz-PIN-Code. Das erklärt einiges, okay. Hat so einen Trenchcoat an. Aber nur ein Trenchcoat an, kommt aus der Dunkelheit, aber dann hat er vielleicht nicht mehr so viel an, aber egal. Das ist gerade eine ganz komische Auswahl hier. Naja, ich will euch ermutigen, liebe geneigten Fußballfreunde und Freundinnen, mir mal zu sagen, wie der neue Football-Manager ist. Der kommt nämlich raus, logischerweise, mit alle Dinge, die irgendwann erscheinen. Ich glaube, in ein, zwei Monaten oder vielleicht schon vorher, ne, weil wir haben jetzt Oktober, das kann jetzt schon alles relativ schnell gehen. Nee, im November kommt der, glaube ich, tatsächlich. Im November, ja, gut. Aber dann wisst ihr jetzt schon mal Bescheid, wenn ihr euch wirklich mal dazu bemüßigt gefühlt seht, mal zu spielen, dann sagt mir mal, wie ihr es findet. Ich war ja ein ganz großer, in meiner Jugend, ganz, ganz großer Football-Manager-Fan und habe das, also halt EA damals noch. Jetzt gibt es ja nur noch den Sega und finde die Idee noch immer noch geil. Fakt ist, ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit. Hast du den davor mal gespielt? Ich hatte, glaube ich, den 17er mal gespielt, ja. Und ich habe den 18er relativ viel sogar gespielt. Das ist halt echt, also dieses Sega-Ding ist ja so aufgebaut, dass du da ja echt Tonnen von Stunden irgendwie investieren kannst, ohne auch nur irgendwie ein einziges Spiel gemacht zu haben. Das ist das Ding. Ne? Also was ich ganz gut finde, ist, dass die haben ja diese Abstufung in ihren Produkten. Es gibt ja quasi eine Mobile-Variante, die ist ein bisschen entschlackter, was das Feature-Set angeht. Dadurch kommt man da eigentlich relativ zügig durch die Spiele und auch durch so eine Saison durch. Du kannst halt nicht ganz so viel einstellen. Dann gibt es ja quasi die Touch-Variante. Das ist quasi das Gleiche, wie du es auf dem PC oder irgendwas halt auch hast. Du kannst es halt nur auf dem iPad spielen. Ist halt quasi auch gleiche Oberfläche. Und dann auch das gleiche Feature-Set. Und dann gibt es halt auch die Version, die du halt so normal auf dem Rechner spielen kannst. Was ich festgestellt habe, ich habe mir dieser Mobile-Variante angefangen, weil die es irgendwann mal für 4 € im Angebot gab. Und da habe ich gedacht, komm, da kannst du nicht viel falsch machen. Was ich dann schade fand, ich habe relativ schnell festgestellt, dass eigentlich dieses Feature-Set, was du in der vollen PC-Version hast, irgendwie schon geiler wäre, weil du halt viel detaillierter in Taktiken und auch in diesem ganzen Mannschaftsgefüge sind, die jetzt irgendwie gerade schlechte Stimmung oder nicht, da viel mehr machen kannst. Was mich dann aber total geärgert hat, war, dass die Spielstände nicht kompatibel waren und ich dann wieder so ein Stück weit von vorne anfangen musste. Oh, das und das ist dann natürlich so richtig. Du hast schon irgendwie, ich weiß gar nicht, ich hatte am Ende irgendwie, ich glaube, 48 Stunden nur in dem Mobile-Ding da an Spielzeit und dann fängst du da nochmal irgendwie an und musst dann noch irgendwie das komplette Ding nochmal von vorne anfangen.
Also es war dann schon so ein bisschen ärgerlich am Ende. Aber es macht halt echt Bock. Also wenn du Bock hast drauf, so viel einstellen zu können und viele Freiheiten zu haben, dann ist es echt ein gutes Spiel. Aber mach dich drauf gefasst, dass du da die ersten 5 Stunden drin sitzt und da hast du noch nicht mal das erste Spiel irgendwie gemacht. Okay. Also, Zeit investieren. Okay, also das ist doch jetzt eine deutliche Empfehlung von deiner Seite aus, jetzt von den vorherigen Versionen. Wenn im November dann jemand von euch schon mal gespielt hat, sagt uns gerne mal Bescheid, wie ihr es findet. Und dann vielleicht würde ich es mir dann wirklich mal downloaden. Ja. Oh. Ja. Ja. Gibt, glaube ich, dann auch wieder, ist, glaube ich, wieder nur ein deutscher Vertrieb, wahrscheinlich wieder über Steam oder irgendwie sowas wie davor auch. Mit Sicherheit, ne? Ja, ja. Ich meine, irgendwann gelesen zu haben, kommt im November und man kann es jetzt irgendwie vorbestellen. Genau, vorbestellen kann man es, ne? Ja, das, ja. Genau, aber halt, okay, aber ist doch cool. Siehst du mal, ich wollte jetzt noch mal ein bisschen Fußballkontext reinbringen. Erfolgreich. Ja, hat funktioniert. Also, wer da Empfehlungen hat, vielleicht sogar hier Freund David, von 93, ich meine mich erinnern zu können, dass er da auch irgendwie vorher schon dran kann, weil die ähnlich auch wie bei anderen Fußballspielen quasi dann immer so, ich weiß nicht, wie das bei denen heißt, so vereinsverantwortlich oder irgendwas haben, die dann irgendwie gucken, dass dann die Spielerdaten da stimmen und die Werte und Geburtstaten und so weiter. Das heißt, es könnte sein, dass David da irgendwie früher schon mal einen Einblick hat, vielleicht kann er uns da, falls er das hört, schon mal ein bisschen Input geben. Perfekt. So, und jetzt machen wir wieder einen kleinen, wir machen einen Ausflug, und zwar machen wir einen Ausflug nach Las Vegas. Da darf Dennis was berichten. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas, genau. Wie passt das zusammen, Herr Öko-Dennis, dass man da einmal eben für 2 Tage nach Nein, doch nicht für 2 Tage. Das ist ja das Schlimme. Die Empfehlung ist, ich fange mal ganz vorne an. Die erste Empfehlung ist, wenn ihr fliegt, ist ein Direktflug was ganz Feines. Der einzige Direktflug von Frankfurt aus geht mit Condor, was ja jetzt lange Zeit ein bisschen schwierig und der geht, glaube ich, nicht so direkt, der Flug. Nein, also es hat tatsächlich geklappt, mit Condor zu fliegen. Dann kommt aber jetzt schon die nächste Empfehlung. Kauft euch ein Code, damit ihr das Entertainment freischalten könnt. Außer ihr seid natürlich Premium Economy oder Business Class oder First Class oder was auch immer gebucht. Denn in der normalen Economy hat das normale Fernsehprogramm tatsächlich 2 Filme, die kein Mensch kennt und die auch ziemlich nervig sind. Also rechnet schon mal für Hin- und Rückflug nochmal knapp 20 Euro ein. Ja, was kann ich zu Las Vegas? Ja, gerne. In diesem Entertainment-Ding ist wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie Wi-Fi oder irgendwas im Begriff, weil normalerweise haben diese Überland-Dinger dann auch tatsächlich irgendwie Internet-Connection, wo du irgendwie 5 Euro für 0,1 MB bezahlen darfst oder irgendwie sowas. Ja, das ist also, ich sag mal, Lufthansa und so weiter, die sind da schon ein bisschen weiter. Also Condor tatsächlich bietet nur reines Entertainment-Paket, heißt, du hast ja vor dir dein Touchpad und auf dem sind verschiedene Filme und Serien und sowas verfügbar. Wenn du auf dem 11 bis 13 Stunden Flug, kommt drauf an, ob du Rückenwind hast oder nicht, da entsprechend dich unterhalten lassen willst über diese Box. Entweder lädst du dir was auf dein iPad oder sonst irgendwas. Wenn du das nutzen willst, musst du eben die Gebühr bezahlen und dann kannst du verschiedene Filme gucken. Ganz cool war zum Beispiel, hatten sie diesmal die komplette, wer drauf steht, Star Wars Saga plus die komplette Marvel alle Marvel-Filme und so weiter. Also man konnte sich schon gut unterhalten, ist aber einfach was ein bisschen nervt, denn unter anderem haben auf dem Flug auch die Kreditkartenabrechnung nicht funktioniert oder sie haben es behauptet, damit es dem Insolventverwalter nicht geben müssen, keine Ahnung. Oh, das ist klar, aber es ist ein relevanter Punkt. Ich will hier nichts unterstellen, aber es war schon sehr skurril, dass keine Kreditkartenzahlungen möglich waren auf dem Flug. Also das heißt, nur Bares ist Wahres, steckt euch also ein bisschen Geld ein und wenn er auch zurückfliegt, Dollar können sie auch nicht rausgeben, das heißt, da solltet ihr auch noch ein paar Euro einstecken. Großartig. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir natürlich sehr lange über den Hinflug schon gesprochen. Im Idealfall fliegt er natürlich gar nicht und macht zu Hause eure Viva Las Vegas. Wenn es aber sein muss, dass ihr natürlich da einen Überflug macht über den Atlantik, dann spendet zumindest für den CO2-Footprint. Kann man ja machen bei den Airlines. Mit zumindest das mit dem grüne Gewissen beruhigt ist, ob es was bringt. Genau. Also man fährt zumindest nicht mit ganz so schlimmen Gewissensbissen da runter. Ansonsten. Ihr könnt auch hinterher eure Blume einfach gießen oder ein kleines Bäumchen pflanzen. Dann ist auch alles wieder gut. Ich wollte das eigentlich alles gut.
was hast du eigentlich gemacht dort? Das ist die einzige wirkliche Frage. Ja, ja, da kommen wir jetzt dazu. Ja, ja, also es ist relativ unspektakulär. Las Vegas ist tatsächlich. Was in Las Vegas, dann ist es unspektakulär. Da nimmt die Story doch schon eine ganz komische Wendung. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, ich habe Hangover gesehen. Ich weiß, wie es in Las Vegas läuft. Genau so, nur ganz anders. Nee, es ist wirklich, Las Vegas ist nach 2 Tagen, hast du alles gesehen und es ist, also alles gesehen ist natürlich übertrieben, es gibt tolle, eventuell gibt es auch tolle Shows, überhaupt nicht zu empfehlen, ist beispielsweise, Leute, die absolute Anti-Empfehlung, die aktuelle Show von David Copperfield. Ich habe mich so drauf gefreut. Extra, wow, geil, im MGM-Hotel. Ja, ja, das ist der Mann, der mal durch die chinesische Mauer gelaufen ist, war so schlecht und alt und leider auch etwas aufgedunsen. Und die Show war wirklich einfach nur albern. Ja, war schade. Also das Geld könnt ihr euch definitiv sparen. Das war wirklich einfach Kindheitserinnerungen zerstört. Ein Idol. Ich fand den wirklich immer, habe ich gedacht, hey, der ist ja richtig gut. Das war die schlechteste Zaubershow, die ich je gesehen habe. Also beispielsweise ein Trick, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber Licht, jeder kennt das, diesen Trick, Licht geht aus, der Magier verschwindet und taucht eine Sekunde später im letzten Eckchen im Raum auf. Und jeder sagt, boah, wie hat er das geschafft? David Copperfield, das Licht geht aus. Die Sekunden zählen. Du bist so ungefähr bei der 10. Sekunde angekommen und er taucht auf einmal in der 3. Reihe auf und macht Tada! Wo du sagst, das hätte ich schneller geschafft. Ne? Ich wäre schneller durch die Reihen gerannt. Also es war super, super armselig. Sehr frustrierend. Also es war wirklich krass. Also das war definitiv keine Empfehlung, dorthin zu gehen. Was kann man sonst machen? Also Casinos hast du en masse da. Haben zum Beispiel auch mal auch wie viel Geld hast du verloren? Alles, was ich eingesetzt habe. alles? Nein. Alles. Es ist wirklich, also der Einzige, der gewinnt, ist die Bank. Nein, nein, nein. Meine Frau und mein Kind suchen noch eine Übernachtung für heute Abend. Genau. Ihr wundert euch nicht, ich bin hier immer noch in Las Vegas, sitze hier irgendwo im Café und kann hier nur teilnehmen. Ich bin gar nicht nach Deutschland mehr gekommen, weil ich alles verspielt habe. Mir hat irgendjemand ein Headset gegeben. Ne? Also sie werden auch gewundert haben. Also musst dir auf jeden Fall ein Limit setzen, weil du kannst eigentlich nur, auch wenn es ja immer mal Leute gibt, die was mitnehmen. Ich habe definitiv nichts gewonnen. Aber es ist trotzdem interessant. Ich habe mal Blackjack am Tisch gespielt und auch Roulette. Bei Roulette wirklich super überraschend. Empfehlung, fahrt hin und spielt Roulette auch wirklich am richtigen Tisch, nicht an irgendwelchen dämlichen Automaten. Denn es ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Ich habe immer gedacht, die Leute setzen auf Rot, Schwarz, gerade, ungerade oder so irgendwas. Kuchen. Die Leute nehmen ihre Stapelchen und das sind dann vielleicht so 10 Euro in kleinen Chips und dann werden verschiedene Häufchen auf die verschiedenen Nummern gesetzt. Und auf einmal sitzt dieser ganze Tisch voll und jede Nummer ist besetzt. Und natürlich ist dann auch so, dass irgendjemand aus dieser Runde dann auch gewinnt. Denn irgendjemand trifft ja diese Nummer und dann hast du im Endeffekt das 36-fache. Ne? Also immer so, das heißt, wenn du $10 eingesetzt hast, hast du $360 rausbekommen. Ist natürlich für den, der gerade da drauf gesetzt hat und jeder denkt, boah, da kann ich ja auch gewinnen und dann setzt du nächste und nächste und nächste. Also das geht sehr, sehr schnell, das Geld ist sehr, sehr schnell weg. Es gibt aber natürlich tatsächlich einer, der mit uns mitgefahren ist, hat tatsächlich sogar mal eine Zahl getroffen, hat aber auch, nachdem er gewonnen hat, wieder alles verloren am selben Tisch. Also man sieht, es ist so wie gewonnen, so zerronnen. Nein, es geht da sehr, sehr schnell. Ansonsten, der Strip ist ganz interessant, auch Fremont Street, das ist im Endeffekt das alte Las Vegas. Ist auch ganz interessant. Wir waren unter anderem auch auf dem, wie heißt denn das, The Stratosphere, das ist ein Hotel, auf dem, ja, ich sag mal, so 2, 3 Fahrgeschäfte auch auf dem Dach sind, unter anderem Freefall Tower und auf dem Dach. Auf dem Dach von dem Hotel ist ein Freefall Tower. Ja, richtig, richtig. Ja. Alter, da wäre ich ja 3-mal gestorben. Ist das dieses Teil, was auch so leicht überhängend ist, wo du in so hängenden Gondeln sitzt, die auch über die Brücke. Da bin ich tatsächlich mitgefahren, das ist das andere. Aber ich weiß gar nicht, irgendwas Scream oder so irgendwas heißt das. Also mit dem bin ich tatsächlich gefahren, ist absolut entspannt. Nee, also ist eine Empfehlung, also wenn ihr Leute schocken wollt und es sieht von außen total aus und jeder sagt, boah, scheiße, wie kann der das fahren? Und es ist wirklich, wir waren die einzigen 2, die Tickets gekauft hatten und dadurch durften wir auch in die erste Reihe.
Und wir hingen wirklich vorne, er fährt dann immer, das Ding kippt immer mal und du fährst so über den Abgrund drüber und braucht schon ein bisschen Vertrauen in die Technik, aber ansonsten ist das schon ein cooles Erlebnis, hast einen super Ausblick, das muss man wirklich sagen, und es ist total entspannt, also selbst für Leute, die da eher ängstlich sind und nicht so fahrgeschäftaffin, wenn da ihren Spaß dran haben, weil es einfach nur die anderen total schockt und jeder sagt, oh Gott, wie kannst du das fahren, und es ist gar nicht so schlimm, wie es von außen aussieht. Also ich bin da voll beim René, bei mir ist Kettenkarussell ist schon über das Limit. Also ich habe mir gerade eben nur das Foto von dem Ding angeguckt und ich habe die Hose schon gestrichen voll. Nein, es ist wirklich, wenn du es fährst, deutlich, deutlich entspannter als da drin. Ich habe auch erst gedacht, du kommst auf was. Du hängst da irgendwie in 800 Kilometern Höhe und guckst unten auf den Asphalt. Ruhig, René, du sitzt auf dem Sofa, alles gut. Nee, aber das macht schon Spaß, aber was man sagen muss, es ist alles schweineteuer. Also es ist wirklich, Las Vegas hat nochmal richtig, richtig alles getoppt, auch mittlerweile gang und gäbe. Ihr kennt das ja auch gerade die Leute, die in Amerika hier von Hörern, die schon mal in Amerika waren. Du hast ja im Endeffekt die Preise, die auf der Karte stehen, sind ja dann noch zuzüglich Tax und zuzüglich Tipp, also Trinkgeld. Und es gibt tatsächlich Geschäfte, an die kommst du an die Kasse vorne dran und dann hast du erstmal die Auswahl, nicht irgendwie, ich will keinen Tipp geben und Steuer kannst du eh nicht entscheiden, ob du so bezahlen willst oder nicht, sondern will ich 15%, 18% oder 20% geben, ohne dass ich überhaupt gesehen habe, dass ich bedient wurde. Sondern einfach ich drehe jetzt das Lokal und kriege jetzt schon mal meine Karte sozusagen vorbelastet und dann wird geguckt, okay, dann wird am Ende die Summe ausgerechnet. Finde ich schon geil, dass du nicht mal sagen kannst, ich will keinen Tipp geben. Aber gut, so ist es halt, das ist Las Vegas, die Leute da, auch ziemlich verrückt. Man muss wirklich sagen, das Klientel, was da teilweise auf der Straße rumgelaufen ist, zeigt schon, dass da teilweise andere Regeln und du auch Marihuana frei auf der Straße auch kaufen und rauchen darfst. Weiß ich gar nicht, ob das auf der Straße rauchen darfst dann direkt, ob das legal, illegal ist. So haben auf jeden Fall viele gemacht. Ein Highlight in Anführungszeichen war, dass jemand an einer Straßenlaterne komplett gestrippt hat, hat sich die Unterhose auf den Kopf gezogen, hat gedacht, sie ist in der Disco und das mittags um 12 Uhr. Das ist ein Bild, was ich von Las Vegas nicht mehr so ganz rausbekomme. Also, und das war nicht die einzige verrückte Person, die da rumgelaufen ist. Also ist schon auf jeden Fall eine interessante Sache. Aber nach 2 Tagen hast du, wie gesagt, eigentlich alles gesehen und dein Geld ist weg. Was machst du die letzten 3 Tage? Du hängst ein bisschen rum, gehst mal lecker zu Denny's ins Diner essen. Aber das kannst du überall in Amerika, musst du nicht unbedingt nach Las Vegas fahren. Für die Shows, naja. Oh, eine Empfehlung habe ich noch. Wenn ihr da seid, macht eine coole Tour in den Grand Canyon. Lohnt sich auf jeden Fall, eine coole Sache. Sobald du aus diesem Getümmel aus der Innenstadt rauskommst, ist sowieso ja sehr karge Landschaft, nenne ich es mal. Also du brauchst zwar ein paar Stündchen, um dann... Wüste halt, ne? Genau, ist halt Wüste, richtig, so ist es. Obwohl du überrascht bist, du kommst ja Hooverdamm und so weiter ja dann auch vorbei. Also es ist schon sehr viel Wasser da. Da zeigt man auch hier wieder, oh, ein Umwelttipp, auch wenn ich hier der böse Sünder bin, der da ist. Wasser sparen, gerade wenn ihr in Regionen seid, wo Wasser eigentlich rar ist, in den wohl letzten paar Jahren, Jahrzehnten, ist der Wasserstand um 60% dort gefallen. Also man sieht richtig, wenn du beim Hooverdamm schaust, die verschiedenen Sedimente und die verschiedenen Schichten, wo stand mal das Wasser. Also schon krass zu sehen, das heißt, wenn die letzten 40% auch noch weg sind, haben sie tatsächlich dort vor Ort auch ein Problem. Wird einem dann erst so bewusst, man denkt erstmal, wow, hier ist ja super viel Wasser, dafür, dass wir in der Wüste sind, aber ist natürlich alles mehr Schein als Sein, also schon eine krasse Sache. Ansonsten, wie gesagt, also Amerika ist ja immer mal ganz nett auch da drüben und man muss sich drauf einlassen und Las Vegas ist nochmal was ganz anderes. Also wenn jemand schon mal hier in New York oder sowas war und sagt, ach, Amerika, das kenne ich, Pustekuchen, also New York hat nichts mit Las Vegas zu tun oder auch San Francisco oder Los Angeles. Las Vegas ist nochmal was Eigenes für sich. Es sind viele Hotels aneinandergereiht, die alle sehr ähnlich aufgebaut sind. Überall unten kannst du ein bisschen Geld verspielen. Und die Shows, vielleicht gibt es auch gute Shows. Ich habe unter anderem noch eine von Cirque du Soleil gesehen. Die war auch eher
Naja, okay. sehr teuer. Wie teuer sind denn die Shows? Sag mal, aber ich kann mir da nicht vorstellen. Also die Show von Cirque du Soleil war 90 Euro und die vom Copperfield 55. Muss aber natürlich auch dazu sagen, dass Copperfield in einem sehr kleinen Raum mittlerweile auch nur noch im MGM spielt und deshalb noch umso trauriger, dass es nur in Reihe 3 geschafft hat in den 10 Sekunden, als das Licht ausging. Nein, ist wirklich eigentlich... Es geht, du hast ja, da sind ja Stars, was weiß ich, wer Elton John mal sehen will, glaube ich, kann da mal hinfahren oder so, der spielt, glaube ich, regelmäßig. War denn Lady Gaga, hat Lady Gaga nicht dann irgendwie, ich glaube, ich habe, soweit ich das weiß, hat die da doch irgendwas gehabt, oder? Ich hätte gedacht, Lady Gaga hätte also, irgendwie... War Aerosmith jetzt nicht direkt da? Du, ja, also werbungsmäßig wirst du total überbombt mit verschiedenen Shows, die jetzt gerade aktuell laufen, aber jetzt gerade Aerosmith oder auch Lady Gaga habe ich jetzt als Plakate so nicht wahrgenommen. Vielleicht auch, also wie gesagt, das geht auch sehr unter. Was zum total nervig ist, du wirst Tag und Nacht bestrahlt mit Musik auf der Straße, du wirst ständig nur mit lauter Musik oder irgendwelchen Casino-Werbung, komm hier rein, hier kannst du nicht verlieren, du kriegst Cashback, wenn du die erste Runde verloren hast, geben wir dir das komplette Geld als Cashback, als Gutschein natürlich, den du wieder im Casino nur einlösen kannst, bekommst du das wieder zurück und so weiter und so fort. Und das hast du wirklich 24 Stunden selbst. Das Hotelzimmer hatte ganz gute Zimmer. Wir haben im Caesars Palace geschlafen, wo du denkst, wow, geiles Hotel, Riesending. Ist auch schon ziemlich in die Jahre gekommen, kann ich eigentlich so auch nicht hundertprozentig empfehlen. Aber selbst das war super laut. Du hast trotzdem noch das von draußen gehört, wie auch vom Casino unten. Es ist einfach sehr, sehr hektisch, die Stadt, und schläft eben nie. Und man muss sich darauf einlassen, wem es gefällt. Ich denke... werde insbesondere nicht als Familienurlaub da mal hinfahren. Das macht keinen Sinn, wenn man mal auf der Durchreise ist und eventuell gerade Westküste eine schöne Tour macht, dann kann man sicherlich auch mal einen Abstecher nach Las Vegas machen. Schaut, dass er dann unter der Woche irgendwie fahrt. Da ist es deutlich günstiger, gerade die Übernachtungen am Wochenende explodieren die Sachen fast. Trinkt nicht in der Bar unten, wieder eine Anti-Empfehlung. Wenn du ankommst und kommst am Caesars Palace in die erste Bar und denkst, oh, ich habe so einen Bierdurst, ich kaufe mir jetzt hier sofort ein Bier. Das ist der absolute Touri-Nepp. Ich habe die Rechnung, natürlich hat keiner gefragt, was kostet das eigentlich, sondern erstmal schönes Bierchen getrunken. Mhm. Rechnung kommt, huch, was steht denn da? 24 schon mal, normaler Preis, plus Tax. Und er will ja auch noch ein Trinkgeld haben, also ja, machst du so $32. $32 für ein Bier. 30 Euro momentan, glaube ich, müssten so umgerechnet sein. Alter. Ist schon nicht so billig. Also, und es war einfach nur eine sinnlose Bar mit sehr vielen Fernsehern, weil NFL etc. gerade lief, er kam da am Sonntag an. Aber da merkst du natürlich, wow, also das sind Preise, da ist die Urlaubskasse sehr schnell erschöpft. Es gibt auch günstigere Bereiche, man kann auch Cocktails teilweise günstig trinken, aber gerade in diesen Hotels oder eher an der Hauptstraße, an dem Strip, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt und so weiter, sind die Sachen super teuer. Also es ist wirklich Lasagne $35, keine Probleme. Dann auch ein Cocktail mal für $40, überhaupt kein Problem. Also das ist alles sehr übertrieben teuer. Aber gut, wie gesagt, gibt es auch gute, günstige Alternativen. Okay, danke für den Einblick. Also ja, ich habe ehrlich gesagt, ich hatte mal irgendwann mit dem Gedanken gespielt, wirklich das auch zu machen, weil es irgendwann mal die Option gab für, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte bei Urlaubspiraten oder so mal so eine Trip-Möglichkeit gesehen, hatte auch gedacht, okay, 5 Tage. Aber mir war das wegen des langen Fluges doch eigentlich zu krass. Ne? Weil also mit dem Preis definitiv auch immer mit Zwischenstopp nehmen, auch wenn Umweltbilanz natürlich dann noch geiler wird. Aber man muss wirklich sagen, die Preise, Direktflug, Frankfurt da mit Condor und so weiter, sind einfach super unattraktiv im Vergleich zu, ich habe da auch schon Preise gesehen, wo du teilweise für 400 Euro dann fliegen konntest oder sowas. Also es ist schon Wahnsinn. Wie gesagt, am besten aber liebe Westküste eine schöne, coole Tour machen mit coolen Städten, San Diego und was weiß ich, was da alles noch ist. Und dann ein Abstecher mal nach Las Vegas, da macht man nichts falsch. Okay, danke dir. Super. Gerne. Sehr schön. Jetzt hast du die ganzen Saufstories ausgespart, aber gut, das kommt dann demnächst. Richtig, richtig. Das machen wir dann mal in der kleinen Gruppe, genau. Sehr gut. Schade. Okay. Na gut.
Ja, dann haben wir. Kann sich ja keiner leisten, Marvin. Wer will dich denn da besaufen für 40 Euro der Cocktail? Oder noch besser, 30 Euro hin? Bier. Wenn du, ich wollte gerade sagen, wenn das Bier schon 30 Euro kostet, dann kostet der Cocktail doch wahrscheinlich irgendwie 50 aufwärts. In der Bar wahrscheinlich schon, da habe ich nicht geguckt, aber auf anderen Karten tatsächlich. Ist also da bestellst du ja einen für 8 Leute, da bist du ja niemals im Leben da irgendwie betrunken von. Genau, genau. Ich habe übrigens gerade eben mal geguckt, Aerosmith ist im November da, Kartenpreise ab $100. Na, also wenn das jetzt doch okay. Ist. Ja. Ja. Lady Gaga auch im November, Dezember da, fängt an bei $300. Und da sitzt du irgendwo auf dem Balkon ganz rechts außen und siehst wahrscheinlich nichts. Ja gut, man gönnt sich. Ja, man gönnt. Obwohl die Räumlichkeiten schon so gemacht sind, das ist ja meistens, die spielen ja in den Hotels dann in verschiedenen Räumen, das ist aha. Schon relativ professionell und gut gemacht, dass man wirklich sagen muss, gerade auch bei dem Cirque du Soleil, du hast von jeder Position im Raum eigentlich sehr gut gesehen, ist natürlich jetzt nur eine sehr subjektive Wahrnehmung gewesen aus den Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Auch beim Copperfield, einfach weil es klein war, hast du aus jeder Reihe gut gesehen. Interessant war auch, obwohl die Tricks so schlecht waren, war das tatsächlich Pflicht, dass du dein Handy in eine spezielle Box packst, die auf dem Tisch war, die du wieder verschließen musstest, damit du eben keine Aufnahmen machen kannst. Also hätte er sich auch sparen können. Also diese Tricks macht, glaube ich, niemand mehr. Ich kann dir sagen, warum. Stell dir mal vor, da hätte irgend so ein unfähiger Mensch mit Blitz fotografiert und der wäre gestolpert, wenn der da ganz schnell in die dritte Reihe rennt. Ja, genau, genau. Das kannst du auch versicherungstechnisch gar nicht bezahlen. Na, das ist, da hast du völlig recht. Daran habe ich natürlich noch nicht gedacht. Nun gut. Also, wer Empfehlungen für Las Vegas braucht, hat jetzt mehr als genug von uns bekommen. Wer lieber zu Hause bleibt und Fußball schauen möchte, der hat dieses Wochenende so ein bisschen Pech, weil da ist ja keine Bundesliga. Der kann sich jetzt irgendwie Länderspiele angucken oder einen der zahlreich existierenden Fußball-Podcasts hören. Ich oder muss echt sagen, so in Sachen Länderspielen bin ich ja komplett raus. Ne? Ja, also ich auch. Komplett, mehr, ne? Komplett raus. Ich ja. Auch. Alex, gehst du hin? Guckst du irgendwas? Nee. Okay. Ja, also ich habe mir sowieso mit dieser, also mit der, das ist halt nur so Nationalmannschaft, ich tue mir da echt schwer, mich auch, ich kann mich nicht mit Spielern irgendwie identifizieren, die, ach, das, nee. Ja, müßiges Thema, ja. Das. Ja, ich schaff's auch leider nicht mehr so, ne? Also ich muss sagen, ich finde die Spieler zum Teil, ich finde Gnabry zum Beispiel gar nicht unsympathisch oder so, da gibt's echt ganz coole Leute, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, der Marketingzug hat's mir irgendwie so ein bisschen, der Exzess, Marketing-Exzess kann man sagen, gleichzeitig mit dem Verbleib von Löw, hat's mir, glaube ich, auch ein bisschen verdorben, aber gut. Mal gucken. Ja. Volley! Volley was? Volley. Ach so. Volley war schön. Ja. Ah. Vollgas. Nee, nix mit Gas. Okay, lass Volley machen. Also das sind alle, das ist so lächerlich alles. Ja. Ah, ja. Und ja, keiner ja. Hat's mehr kapiert. Wunderbar, das war wunderschön. Es ist, ich habe, glaube ich, bestimmt seit über einem Jahr kein Länderspiel mehr gesehen und ich habe auch echt null Bedarf, mir da jetzt auch nur irgendwie eine Minute von anzugucken. Ernsthaft nicht. Na gut, dann halt nicht. Nee, dann halt nicht. Also falls es euch da draußen genauso geht wie uns, habt ihr leider an diesem Wochenende ein bisschen Pech. Hört Fußball-Podcasts, schaut Fußball 2000. Ich bin mir sicher, dass es auch noch die ein oder andere Folge gibt vom Ringfuchs, die man sich anhören kann. Von daher Alternativprogramm ausreichend vorhanden. Genau, ich meine, ihr könnt auf jeden Fall mal reingucken, wir haben jetzt Fußball 2000, es gibt ja die einen oder anderen, die immer ganz gerne E-Sportler geworden wären, ne? Also du bestimmt, du hast ja bestimmt, glaube ich, so das wärst ganz gerne mal Profi an der PlayStation geworden. Dennis, du warst es fast, ja? Aber nicht an der PlayStation, nein, sondern am PC. Und da haben wir jetzt eine Folge bei der Eintracht gedreht. Also bei dem E-Sports-Zentrum beziehungsweise im E-Sports-Bereich, die ja jetzt auch eingestiegen sind. Das war ganz cool. Und ja, Basti spielt... Er spielt vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Also sagen wir mal so, was man so sehen konnte, hatte er wohl einen Controller in der Hand. Richtig. Über alles Weitere hüllen wir den Deckmantel des Schweigens. Ja. Marvin gähnt ihn bereits herbei. Das ist das untrügliche Zeichen, dass es leider jetzt hier Zeit gekommen ist, diese Sendung zu beenden. Wir sagen danke an alle, die zugehört haben. Danke, Frau Alex, dass du mal wieder da warst. Oh ja. Sehr gerne. Sehr cool. Wir melden uns in der nächsten Woche vielleicht nicht, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen in Klärung.
und die Frage, ob wir dann über Leverkusen sprechen oder nicht, behalte da mal die Social Media im Auge. Ansonsten geht es auf jeden Fall nach dem Leverkusen-Spiel wieder in ganz normal geregelten Bahnen hier weiter. Es war Monatswechsel, es gab Spenden von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, deswegen möchte ich diese Stelle nochmal nutzen, um nochmal ganz artig Danke zu sagen an all diejenigen, die uns regelmäßig, unregelmäßig, wie auch immer hier unterstützen. Vielen, vielen Dank, ihr helft uns sehr, dieses Programm hier am Laufen zu halten. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, wir wünschen euch eine vielleicht schöne fußballfreie Zeit. Und ansonsten melden wir uns dann in gewohnter Art und Weise in den nächsten Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.